So, meine Fans auf der ganzen Welt. Wieder einer der berühmten Tiefe Sport FM Schnellfilm, aber diesmal wird der Film nicht schnell, sondern er wird lang, 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 ganz lang. Ich hasse lange Filme und ich hasse auch dieses Vorlesen vom Blatt, weil ich nicht so ein Stotterer-Maxe bin, wie so ein schwachsinniger Lehrer in der Schule, der sie nicht mal alle hat, oder im Bundestag, dieses arbeitslose Gesindel, was da rumlungert, immer nur so ein ja. Mir sind richtige Leute, richtige Männer, richtige Sportler. Oder auch mal gewesen. Deswegen tut mir leid, ich muss das gleich vom Blatt ablesen, weil es so lang ist. Dieser Text, den ich ablese vom Blatt, wird auch als Buch, als Schreibbuch, als Heft, als Broschüre irgendwie veröffentlicht, wenn mir einer mal sagt, wie das geht oder das macht, ja. Dass wir alle das haben als Leseheft. Und auch Bilder dabei und so. Hintergrund war, ist oder wie auch immer, ja, die Firma Wikipedia. So, ja. Man hatte mal so gesucht im Internet, Namen, Wikipedia, PSV Köln, Dieter Kozla, Radrennen in Köln, sowas, ja. Da kam alles nichts oder nur Mist oder nur Schrott oder überhaupt gar nichts. Und überhaupt, wenn man PSV Köln eingibt, Radsport oder Dieter Kozla, kommen noch drei, vier Sachen. Gut, der Mann ist fast 18 Jahre tot, 19 jetzt, aber wird da alles voll stehen. Jeder müsste doch mal was dazu tun, wer im PSV war, als Fahrer, als Trainer, als Sponsor, als wie auch immer, ja, überhaupt Radsportler in Köln. Kommt nichts. Und das werde ich jetzt machen. So eine Plattform für alle Radfahrer in Köln, Radsportler, der eine Partei dabei, die Sport-, Musik- und Kunstpartei, ja. Und Wikipedia ist eben nicht hilfreich, sondern Wikipedia ist Müll, Dreck, ist was für Penner, Studenten, Gammler. Dieses ganze Rauschgiftzeug, Wikipedia hat sie nicht mehr alle. Diese Seite muss man auslöschen oder wegenzyklopädieren, oder wie man dieses Wort sagt, terminieren. Ich lese es mal vor, dann sieht man mal, um was sich das Thema handelt. Ja? Wir wollten für Dieter Kozla da sein, für den PSV was Gutes machen. Und Wikipedia schreibt hin, ich hätte sie nicht mehr alle, mich gäbe es nicht. Ja? Aber wir wären selbst Justiz oder irgendwie so Wörter, dass sie halt keiner versteht. Ja? So. Das kann man selber entscheiden, gibt es mich oder nicht. Spätestens jetzt, wo ich das hier mache, da gibt es bald Wikipedia nicht mehr, ihr Penner. Oh. Jetzt gucken wir mal hier, wie das überhaupt losgegangen ist. Diese Vorlesestunde jetzt bei mir ohne und Stottern und bla 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 dauert bestimmt 20 Minuten. Was ist ob jetzt? Das kriege ich ja ab, dieses scheiß Computer. Hä? Meine Fresse. Er hat der Sinne alle der Computer. Auf jeden Fall Wikipedia, ich finde es jetzt hier nicht. Das ist alles so gelöscht. Hat mir geschrieben, ich hätte sie nicht mehr alle. So, und dass ich sie nicht mehr alle habe, dafür mache ich jetzt Wikipedia einen schönen Werbefilm. Da steht es. Herr Tiffe, Querzreport, ja? Macht das gleich schon dran. Jetzt muss ich irgend so eine Eierbecherhalterung suchen, dass man auch das Telefon richtig halten kann, ja? Dass man mich auch richtig sieht beim Vorlesen. Ach, scheiße, alles. So, ich hoffe, man sieht mich, ja? Mach ich jetzt die Jahre an, ich habe genug Bier geholt dabei, weil es dauert lange. Ich habe vorgeschlagen, die Wikipedia-Seite Dieter Kozla ein bisschen schöner zu machen, ein paar Bilder reinzumachen, mal ein paar Sachen reinzuschreiben, die eben ganz, ganz wichtig sind. Da er zum Beispiel eine Frau hatte, die genau einen Tag und ein Jahr nach ihm gestorben ist und so weiter, sogar eine Schwester hatte, ein bisschen mal, was so war, dass er ein toller Mensch war und dass wir. Oder der tollste überhaupt war, aber daraufhin antworten mir Wikipedia, Diskussion mit Querzreport, also mir, Q-W-E-R-T-Z, alle Tasten auf der Tastatur auf der ganzen Welt. Hallo Querzreporter. Danke für deine Bearbeitung in Dieter Kozla. Es gibt leider sogar zwei Probleme damit. Bitte gebe für Änderungen eine veröffentlichte Quelle an, also zum Beispiel ein Buch mit Seitenangabe. Oh Gott. Dagegen bitte ich dich, keine persönlichen Daten
Anschrift und Telefonnummern anzugeben, da diese dauerhaft für jedermann im Netz lesbar sein würden. Informationen, die aus privater Quelle stammen, dürfen leider gar nicht in den Artikel. Du kannst Literatur belegen, nicht beilagen, gleich mit dem Knopf bei belegen oben über der Bearbeitungsleiste einfügen, minus Super Bass Discussion 18.44 Uhr, 24. November, CET. Allein das zeigt, dass der Mann sie nicht mal hat. Hallo, zwar kann man ausnahmsweise eine Quelle in der Zusammenfassungszeile nennen, aber das ändert nichts daran, dass Quellen immer externe sind und nicht eigene Erfahrungen. Ich habe mit Kostlers halbe Leben verbracht, genau wie Marcel Wüst oder eine große Zeit oder Paffrath oder so, ja. Was soll denn das? Bitte Wikipedia-Quellen und Wikipedia-OR beachten, danke. Rick, dann hat er so ein V, wie dieses bei V, bei diesem Krieg der Sterne, V 2-2, das könnte auch auf einer römischen Zahl, könnte das 3 oder 7 heißen, das weiß ich jetzt nicht, ne, 2, 3. Und dann Mai 2 CTS, 9.45 Uhr, November CET. Daran sieht man schon, dass sie nicht mehr alle haben, ja. Warum darf eine Anschrift nicht dauerhaft im Internet veröffentlicht sein, ja? Es steht auf der Bülowstraße in Berlin, habe ich extra fotografiert, eine große Metallplatte, steht drin, an diesem Haus Bülowstraße hat Sepp Herberger gewohnt, ja? Das steht übrigens an jedem Haus dran. An diesem Haus hat Karl Benz gewohnt, der Erfinder vom Auto. Das ist diese alte Pumpe, die da in Deutz vom Bahnhof steht, ja? In diesem Haus in Köln-Ehrenfeld hat August Horch gewohnt, der Erfinder von Audi, ja? So, warum soll ich da, ist das auch eine Adresse oder ist das keine Adresse? Ja? Sogar der Kölner Dom hat eine Adresse, das ist nämlich Dompropst sowieso Straße Nummer 4 und nicht Kölner Dom. Obwohl der Dom älter ist wie jede Straße auf der Welt. Also, aber eher. Benutzerseite. Jetzt schreibt dieser Schwachkopf mir, er hat meine Benutzerseite zur Löschung eingereicht, weil ich blöde bin angeblich, ja? Also meine Angaben sind, Zwecke ist eine PR-mäßige Selbstdarstellung. Wenn man das bei einer privaten, wenn nicht gar völlig frei erfundenen Gruppe Person so sagen kann. Ey, ich habe doch nicht den PSV Köln frei erfunden und eine Gruppe, die Bahnhofsfahrer und die, also Schmitze Boot. Hör mal, hat der so eine alle, eine frei erfundene Gruppe. Nur weil er zu faul ist und sitzt auf seinem Computerstuhl und geht nicht am Bahnhof ballern oder einen hochdrücken nach Linde bei Schmitze Boot oder mit der Hövelgruppe mal richtig 100 Zoll und immer voll, ja. Eine frei erfundene Gruppe wie die Hövelgruppe. Hör mal, hat der so eine alle? Eine Selbstdarstellung wäre das. Also, der Inhalt ist öffentlich streckenweise ganz klar falsch. Die behaupteten Aktivitäten existieren offensichtlich überhaupt gar nicht. Als ob Training am Bahnhof nicht existiert. Ob beim Heinrich Hövel nicht existiert. Ob der Schmitze Boot nicht existiert. Ja? Ganz klar falsch, immer der ist krank, der Mann. 6-Tage-Rennen nicht existieren. Ja, die Bahn ist abgerissen und gehört. Es wird eine Unmenge von Personen und Organisationen aufgeführt, die ganz offensichtlich weder etwas damit zu tun haben und ganz sicher nicht ihr Einverständnis zur Nennung ihres des Namens dieses in dessen Kontext gaben. Der Reste bedürfen bekannten etc. des Erstsellers sein. Es wird eine Unmenge von Personen, Organisationen aufgeführt. Gut. Polizeisportverein Köln ist eine Organisation der Polizei, des Landes NRW, des Bundeslandes Deutschland, deswegen heißt es Bundesrepublik, Nationalmannschaft. Da ist die Bundeswehr der Sportförderung in Longerich mit dabei. Da war der Stoffels dabei, da waren die Peugeot dabei, die Sponsoren dabei, ja. So, die
SPD war die Hausmacht, der Heugel-Doktor da, der im Gefängnis gesessen hat mit seiner Müllverbrennungsanlage. Die Stasi war dabei, mit dem Karl Wienand auch über der SPD. Bürgermeister Rothos, auch ein SPD-Mann, der war Oberbürgermeister, Polizeidirektor. Das ist ja ganz offensichtlich, gehört alles dabei beim Kossler, ja? So. Die ganz offensichtlich wieder etwas damit zu tun haben. Klar, Bürgermeister Rothos hat mit zu tun, der war Polizeipräsident, der war da der Chef. Und ein Heugel, der hat da geklaut und alles hin und her geschoben, das Geld von der Messe und vom Flughafen und Felten Gillium, wie das alles ging, ja? Der hat ganz sicher was damit zu tun. Einverständnis des Nennens ihres Namens. Das sind doch Namen, die stehen sowieso bei Wikipedia. Klaus Heugel, Karl Wienand, SPD, Johannes Rau, das habe ich noch gesagt, Jürgen Rothos, SPD aus Lahnstein, Rudolf Scharping, Verteidigungsminister und so weiter. Ja? Das sind die Namen, sind alle da. Ja? Wikipedia, Utensilien, seit Wikipedia, User-Seiten sind aber kein Webspace-Provider für das Veröffentlichkeiten von Fakes. Ist er krank? Wenn man die Wahrheit sagt, ist das kein Fake. Und wenn ich spreche, ist das die Wahrheit. Hast du was verstanden, Würstchenmann da? Du dämliches Drecksschwein. Mich als Lügner nennen. Ich schlage dir den Kopf ein, den Schädel. Brauchst du sowieso nicht, weil du Baller bist da. Dann ist das nach Art des Hauses, nach Art des Kosslers. Voll in die Rübe erstmal. Die Methode Dampfhammer. Psychologie mit dem Vorschlaghammer, dass du es begreifst. Sie sind hier keine Lügner, du Drecksschwein. Dazu kannst du zum Beispiel die von dir verlinkten Webseiten nehmen. Also meine Webseiten werden auch gelogen. Hör mal, da musst du jemanden den Vertrag prügeln. Und immer wieder und drauf und nochmal drauf. So wie es in der üblichen Kostlage und rechts und links und voll vor die Backen. So wie es im ZDF auch üblich ist, bei diesem Stück Scheiße Katrin Müller-Hochstahl. Ja, der Oliver Kahn, da müssen wir rechts und links und so und den ganz lustig zusammenschlagen und noch Musik dabei einstellen, aktuelles Sportstudio nochmal vor die Backen. Da seid ihr doch da schuld. Vom Fernsehen, ihr Dreckspack, da ist ZDF. Und die ARD hier als Co-Sponsor von Telekom-Team. Germania, was ich anhab, die Jacke, deswegen. Deswegen kannst du zu dir verlinkte Webseiten nehmen, auf der bislang nur Testmüll zu finden ist. Als ob armes Deutschland Testmüll ist. Ich habe mehr Anklickungen wie jeder andere. Armes Deutschland und RTL ist kein Testmüll. Oh, jetzt ist das Bogen aber mal voll mit Wikipedia hier. Das sagt dir der RTL-Mann, der die Quoten hier bringt von armes Deutschland. Warum ich diese Gasmaske liegen jetzt? Das muss ich jetzt mal mir nicht gefallen lassen. Ich weiß nicht, was man sehen kann. Bleiben Sie zu Hause. Armes Deutschland, RTL 2. Oh. Gucken Sie richtige Senders und nicht diesen Wikipedia-Müll. Ich ziehe das extra an, dann sieht man mich nicht so gut, wenn ich jetzt... Hinten wird die Seite noch dann zum Verbreitern deiner politischen Ansichten gewendet. Ich habe nicht geklaut. Es war die SPD, die geklaut hat in Köln und die Leute erpresst und geschlagen und ermordet. Klaus Heugel ist im Gefängnis gelandet wegen Diebstahl und Erpressung, ja? Aber nicht ich. Oh. Der Polizeisportverein wurde aufgelöst. Ja? Geldwäsche, Kokain, Rauschgift, Einbrüche, ja? War ich das oder war das Jürgen Rothos und der Granitzka von der CDU? Ja? Das sind da politische Ansichten, das sind Tatsachen, Fakten. Ja? Aber das seid ihr ja, Wikipedia, so ein linkes Gesindel, so ein asozialen Zeug, die Leute fertig machen. Das ist mich ja auch rausgeflogen bei euch, ich will das ja gar nicht. Bin ja auch froh darüber. Deswegen machen wir jetzt auch dann am Abschluss dieses Videos eine Internetseite, die heißt Pennerpedia oder Asoziales und so, werde ich jedes Mal aufführen. Wo ihr alles nur Scheiße schreibt und nicht mal auf Ausländisch könnt und Englisch, wo Datums falsch sind, ja. Da steht da einer als 1950 geboren, auf dem nächsten ist 1590 geboren auf Ausländisch und sowas. Komm, das ist alles so.
Ich lese jetzt mal weiter vor. Das ist nämlich viel, viel besser. Es ist schon 15 Minuten rum hier in eurer Einleitung. Also nochmal. Hallo Kerzelfort, danke für deine Bearbeitung in Dieter Kossler. Es gibt leider zwei Probleme damit. Bla bla bla. Können Sie gleich durchlesen. Ich mache das hier dann rein. So, jetzt lese ich mal meinen Text dazu vor. Warum es überhaupt dazu gekommen ist, ja? Das mal hier. Wir alle waren der PSV. Abkürzung für Polizeisportverein Köln. Dieter Kossler war für uns alle der Chef, der Trainer, der Meistermacher, unser Gott. Niemand dürfte Kossler duzen. Wenn er im Amt kam, sagte Hallo Dieter, dann gab es sofort rechts und links, paar vor die Backen, Backpfeifen und Trachtprügel. Du, sag mal, Dieter Kossler, war allerstrengstens verboten, ja? Der hat dir direkt rechts und links einer eingeschäppt, ja? Ich muss mal was anziehen, dass man es auch mal sieht, richtig? Es war nämlich verboten bei Kossler, sowas muss man reinschreiben bei Wikipedia. Du sagen, sondern nur du Penner. Dann gab es nämlich direkt vor die Fresse. Das war wichtig in Kossler, ja? Die Respektion, der Respekt, der menschliche Respekt, der Anstand eines Trainers gegenüber. Dieter Kossler wollte in seinem Leben einmal die Tour de France gewinnen, der Traum eigentlich eines jeden Radsportlers. Kossler war ganz nah dran an diesem Ziel. Teilnehmer auf Olympiaden und Weltmeisterschaften war er schon. Sieger der großen Radrennen auch, wie der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt. Auch der siebenmalige Tour de France-Gewinner Lance Armstrong hat die Rheinland-Pfalz-Rundfahrt gewonnen. Das machte Herrn Kossler sehr, sehr stolz. Wenn jemand also noch mehr Radrennen gewonnen hatte wie Dieter Kossler und auf der Tour de France mal etwas gewonnen hatte, dann hätte man ihn duzen dürfen als Ehrenrecht. So die Kossler-Gesetze. Und so zum Beispiel im Falle Marcel Wüst zum Beispiel. Und selbst der Marcel hat bis zum heutigen Tag, sagt er immer, guten Tag, Herr Kossler, ja. Der sagt nicht, du Dieter, obwohl das dürfte von den Gesetzen her, ja. Aber er macht es nicht, weil der Marcel ein ganz toller Mensch ist, Herr Kossler und so. Der Vater hat viel gemacht dafür, der Karl mit seinem Betrieb, ja. Lass mich die Seite umklicken. Kossler und der Radsport wollte ich dann verändern, ja. Erstmal hat Kossler Fußball gespielt in seiner Kindheit und Jugend, mit dem ersten FC Köln befreundet gewesen, mit dem Torhüter Manfred Manglitz. Die beiden waren in Vogelsang, schon von den Bomben als Kinder im Krieg, weil sie sind gleich alt geboren. Die Zeiten im Krieg und nach dem Weltkrieg waren hart, brutal und extrem rau. Deshalb hat Kossler auch bis zum Schluss immer seine Fahrer angebrüllt. Da wackelten schon mal die Wände. Das waren dann so wie leichte Erdbeben oder schwere. Und er brüllte, war eben nicht so besser laufen, als zugehört. Danach hat man es besser verstanden in der Birne. Man hat Einsichtigkeit gezeigt. Man flog direkt raus aus dem Team wegen Unlernwilligkeit oder Beratungsresistenz. Im Prinzip, pack deine Sachen weg. Da flog die Tasche aus dem Fenster, Arsch tritt hinterher. So, entweder hast du es begriffen, wenn du dich angebrüllt hast, du hast dich entschuldigt und bedankt dafür, oder warst raus. So. Somit ist ganz klar falsch und Müll, was Wikipedia da wieder schreibt mit Dieter Kossler. Dieter Kossler war immer im PSV Köln die ganze Zeit. Schreibt Wikipedia so rein, können Sie gleich sehen. Nein, Kossler war zuerst im Radverein Adler Köln, bei Anton Bernhards, bei Köln-Schuld-Köln-Radrennen, heute Köln-Schuld-Frechen. Jetzt ganz pleite aller Radrennen, ja. Dieter Kossler war zuerst im Fußball, dann im Adler Köln. Weil er auf der Arbeitsstelle im Metallberuf immer mit dem Rennrad zur Arbeit fuhr, dann kam die Lust auf Radrennen und Radsport durch die Arbeit und hat dann seine Frau Heidi kennengelernt. Jetzt verlangt dieses dumme Penner Wikipedia Webseite einen Beweis anhand eines Formulares von Adler Köln. Was ein dummer Pannerhaufen, dieses Wikipedia-Müllkippe. Wenn wir das sagen mündlich, dann ist das richtig. Falsch ist, was sich da irgendein dummer Student ausdenkt mit seinem WLAN online und diesen ganzen Hirnis. Das ist nämlich falsch. Wenn wir das sagen, ist das richtig. Wir müssen das hier mal einstellen, diese Knopfschaltung. Ah, jetzt geht's besser. Der PSV Köln war schon immer ein Polizeisportverein. Immer. Aber der Polizeisportverein hat eben mehrere Vereine, ja, Angeln, Schießen, kommt aber jetzt. Der PSV Köln war schon immer ein Polizeisportverein. Erst als der Radsportler Ernst Streng vom Scheltenbachs Karin, die Nati, die Schwester ist die Frau, ja, ein Olympiasieger wurde,
hat der Polizeisportverein Köln eine weitere Abteilung eingeführt, nämlich den Radsport. Vorher gab es schon Judo, Angeln, Schießen, Schützensport, Sportschützen, Handball und so weiter, ja. Die ersten besten Fahrer, nach dem Alter nach und so weiter, waren unter anderem Manfred Lindler. Seine Freunde wie der Erwin Göderz waren immer mal da, auch Erwin Derlik, Karl-Heinz Kunde war befreundet, Rolf Wolfsel, Wilfried Pefke und sowas. Mit Werner Limbach und Friedhelm Fischer-Keller oder Heinrich Fischer. Das war nämlich in den 70er Jahren, was Sie hier gar nicht wissen, wie der gegründet wurde, der PSV. Aber da waren wir noch alle ganz klein. Wir waren noch gar nicht geboren. Der Polizeimajor Köbes Jakob Roth gehörte zu den ersten besten Freunden und Gründer bei Dieter Kossler und dieser PSV-Radrennmannschaft. Dieses Teil der Polizei, ja. Wikipedia, das wäre ich alles. Wikipedia meint eben, das wäre ich alles ausgedacht und erfunden. Ich sei ein Spinner, ein Selbstdarsteller. Aha. So. Muss ich mal vorstellen, da wird die Wahrheit hier schriftlich verdreht. Ja? Deswegen muss man Bücher verbrennen. Bücher gehören auf die Müllkippe der Geschichte im Feuer. Weg damit. Habe ich mal im Fernsehen gesehen. Aber wenigstens warm. Scheiß Bücher verbrennt den Müll. Aha. Wenn man die Wahrheit nicht glaubt, dann überprüft es doch. Ruft man Rolf Wolfsohn an. Oder in Jörg Paffrath so etwas. In dem Wikipedia-Eintrag bei Manfred Mandlitz steht noch drin, Gebäudereiniger. Steht rechts, so waren sie ja alle. Der Eidechs, der Jörg und so weiter, ja. Da braucht man doch nur anrufen. Der Rolf Kernchen war übrigens auch Radsportler und Fensterputzer beim weltbekannten Sportladen von den Eheleuten Schmitz, Hermann und Hedi. Die Ehefrau am Eberplatz mit der eigenen Rahmenbau, Stahlrahmenbau, ja. Der weltbekannten Marke Pistrada, Piste plus Strada. Und Schmitzens an auch wieder zwei weltbekannte Kinder mit Gabi und Harry. Der Harry kommt von Komet und war später mit Donik und Schmidtke bei Bayer Worringen. Später, Donik kommt übrigens aus Düren, war dann in Worringen. Später als mehrfacher deutscher Meister, sogar auf dem Sechstagerennen. Der Schmitz, der Harry. Als Hersteller von Trikots und Trainingsanzügen war Harry Schmitz jahrelang der Nachbar von den Jeißens im Brauweiler. Zwei Türen neben Onkel Sam von Robert und Michael. Sie ist Miro, die Firma. War zwei Türen daneben, fuhr sie rein, hinten bei dem Sonnenstudio König. Da war der Harry neben dem Installateur. Und vorn an waren Jeißens auf dieser Gaußallee da. So hat eben Dieter Kossler angefangen als Trainer. Als Trainer ohne Trainerschein. Genau wie Franz Beckenbauer. Als Teamchef Dieter Kossler wollte, dass es dem Radsport gut geht. Dieter Kossler, seine ehrenwerte Ziele waren ein eigenes Profiteam und einmal die Tour de France teilnehmen mit seinem eigenen Team. Tour de Cologne wollte er auch machen. Den Radsport aus den 1970er Jahren wachrütteln, aus dem Dornröschenschlaf. Radsport salonfähig machen, etwas Gutes, Erfolgreiches entwickeln. Das war Dieter Kossler, ein Leben für den Radsport. Lange, lange vor dem Team Stuttgart, Klammer auf später, Deutsche Bundespost, Schrägstrich Telekom, ganz noch später dann, was ich hier anhabe, dieses Kloputzlappen, Telekom, ARD, das erste, dieser ARD-Sender. Als Kossler anfing als Trainer, war gerade die Mauer gebaut. Ja, die Olympiade wurde Ermordungen gemacht in München 1972, Menschentod geschossen von so Asylanten aus Arabien. Solchen Strolchen, die gar kein Rennrad fahren, weil es denen ja da zu gut geht in Arabien und die reich waren wegen Ölquellen. Ja. Dieter Kossler, seine guten Ziele waren eben den Radsport wachrütteln. 1980 die Boykottation der Olympiaden und das Dagegensein gegen den Boykott der Radsportler, auch das war Dieter Kossler und sein Team in den Anfängen. Also er wollte nie einen Totschießen in München, die Asylanten fuhren nie Radrennen und Boykott war immer, die wollte immer dranbleiben, für uns Radsportler. Da reicht es nicht, wenn Wikipedia da sein Pennerzeug hinschreibt, ja, Dieter Kossler war Trainer im Radsport und so. Dieter Kossler war der Trainer für seinen Radsport, für uns, seine treuen Jungens. Deshalb ist Wikipedia dummer Pennermüll. Und wenn man mich wieder kritisiert, ich würde hier Namen erfinden. Die ganzen Namen gäbe es auch alles gar nicht und so.
Auch hier schreibt Wikipedia nur Scheiße. Die Radbundesliga gab es noch gar nicht. Ja? Oh, das muss man mal sagen, die Bundesliga gab es nämlich früher noch gar nicht. Zuerst war es die Dresdner Bank. Die Dresdner Bank war grün, ganz und gar grün, auch von der Farbe. Also waren die Rennserien die grünen Bandrennen. Erst später wurden dann die Brüggelmann Cup davon und die Brüggelmann Bundesliga. Brüggelmann ist ein Fahrradhändler aus Frankfurt am Main mit Katalogversand und hatte mit Didi Thurau zu tun, mit Dietrich. Jetzt würde wieder das dumme Wikipedia fragen, was ist ein Didi Thurau oder was ist sein Sohn Björn, ja? Oh. So fing die Bundesliga an, der PSV Köln, erst die grünen Band und dann wurde es Bundesliga, ja? Also alles Scheiße, was Wikipedia, die wissen es ja besser, sind ja Studenten. Und eben Fahrer der ersten Stunde waren Werner Wüller und Werner Stauf. Der eine da aus Bickendorf, am Bütchen darin, der Stauf da auch an den Kirschen da. Also Stauf und Wüller waren die ersten, dann die Familie Habetz mit KHH, alias Karl-Heinz und HJ. HJ war auch war ein ganz super Freund von mir, HJ, also Hans-Jürgen. Wir reden hier von den Guten, von denen die Power hatten. Der PSV Köln und Trainer Dieter Kostler war so gut, dass nun aus dem Kölner Umfeld die Fahrer freiwillig zu Kostler gingen, um noch besser zu werden. Man sagte ja auch nicht, ich wechsle zum Polizeisportverein Köln, Abteilung Radsport, sondern man sagte, ich gehe zum Kostler. Kostler war der Verein und der Verein war Kostler. Das ganze fast 30 Jahre. Genauso wie Schengen-Löhring Fortuna Köln war oder Udo Lattek Bayern München oder Rainer Kallmund Leverkusen oder Herr Roth den 1. FC Nürnberg war oder Rudi Assauer Schalke war. So war Kostler der PSV. Beides in einem. Wie Konrad Adenauer Bürgermeister und Bundeskanzler parallel gleichzeitig war. Mir Kölsche Künne das nämlich. Das erste Bier alle. Ach, fuck. Anderes. Und eben die komplette Großfamilie Beate Habetz als Weltmeisterin hat eine Schwester Gabi Habetz, die auch x-mal deutsche Meister waren auf der Europameisterschaft. Später bei Andreas Kappes gearbeitet, im Schuhladen, ja. So, die Familie stammt aus Brauweiler, Danzweiler eigentlich, ja. Heute Gemeinde Puhlheim, wo Geissens wohnt, wo der Reinhold wohnt, da der Eckhorn. Und auch Frauen waren bei Kostler. Da hatten sie eine eigene Bundesliga, gab ja Frauenbundesliga. Ich denke nur an Falke Sülz, Frank Wasmuth und Vera Wasmuth oder an Diana Oberbruch, Robert Matwef und Heidi Matwef wegen dem Vereinswechsel gingen zum Kostler, ja, obwohl die Väter eigene Vereine hatten, der alte Wasmuth und der Matwef. Ja? Ja. So fing quasi ein System Kostler an. Er hat nicht die Fahrer gesucht, sondern die Fahrer kamen scharenweise zu ihm, um gut trainiert zu werden. Er musste 3-Stufen-Training machen. Morgens erst die Profis, mittags dann die Kinder, wenn die aus der Schule waren, abends noch die Frauen. In 3 Etappen, morgens, mittags, abends. Man war nur rund um die Uhr am Trainieren, ja. Er hat sich die Sponsoren gehalten wie Weltfirmas wie Peugeot, später Toyota, wie Cola. Die Bierfirmas, Geroldsteiner, Jägermeister und all dieses ganze Zeug. Und wenn man Kostler beleidigte, konnte er auch mal nicht nur Nein sagen, sondern er hat dir dann die Firmentür gepisst. Du und alle Fahrer mit, um ganz klipp und klar zu sagen, du bist scheiße, du bist nichts wert, du bist entlassen. Ja? Wenn er einen nicht leiden konnte, dann war das egal wegen dem Geld. Er sagt, ich will ihre scheiß Firma nicht, wie es mit Geroldsteiner war, wo sie eine Flaschen gepisst haben, so. Der über den Kopf da schütten wollte und der Fack war noch bei, der Wilf. Kostet, da habe ich ja keinen Bock drauf. Dieses Holzer, das Arschloch da, dieser Lehrer wieder, mit seiner Apothekerin, die Frau, wo sie immer das Zeug rein drogiert haben, mit dem Stefan Schumacher, ja, in Öschelborn, da in Holzgerling, da, wo das Ramadan-Hotel ist, ich komme jetzt nicht drauf da, hinter Stuttgart da, ja. Da rein, ich gesagt, du kannst das ganze Zeug saufen, du Arsch. So. So hatte ich das vorgeschlagen bei Wikipedia, dass es mal richtige Einträge gibt, Dieter Kostler. Mal ein paar bunte Bilder dabei reinmachen, sowas, ja. Habe ich denen geschickt, Wikipedia, wo wir 6-Tage-Rennen hatten in Köln, haben die komplette Rennmannschaft vorgestellt, PSV, sind da vor zigtausend Zuschauern,
waren so eine Bühne aufgebaut, da war Löder vor mir, ein Kranz, ich weiß es ja noch, der Dahlke dabei, eine Poster halt, Rennrad, durchgesetzt, so. Das war Kostler, ja? Das waren mal diese Bilder. Da schreibt mir Wikipedia, die Bilder werden gefälscht. Hör mal, hast du so eine alle? Ich könnte dir so in die Schnauze reinboxen, das ist kein Telefon mehr, die Graziano mal einen Fernseher eingeschlagen hat. So ein Dreck ist Wikipedia. Ja? So hatte ich das vorgeschlagen, mal ein paar Bilder dabei machen. Aber die hohen studierten Idioten haben ja immer recht. Diese Vollesel an den Chefetagen, in den Schreibstuben. Ja? Die sind nur am Betteln, wollen Spenden, haben kein Geld, da geh arbeiten. Mach es wie der Kostler, hol dir die Sponsoren, du Scheißdrecks Wikipedia. Immer diese Spamming und mir schicken, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Mal ein paar berühmte Zitate aufschreiben, wie? Was Kostler mal sagte, ich bin bekloppt. Ganz einfach Radsport bekloppt. Ich bin der Bekloppte. Ich tue alles für den Radsport. So hat der Kostler immer gesagt. Ja? Und er sagt auch, man nennt mich immer den Kanalarbeiter von Köln. Ja? Oh. Auf Anspielung, weil er alles anbaggerte, um jede, wirklich jede müde Mark für den Radsport zu ergattern. Jede Firma ging er dran, an jeden Sponsor, aber auch jeden Politiker oder Bürgermeister, der angegraben, angebaggert, alles drum über die Frau und so. Und, ja? Alles für uns. Das ist Unzuting im Radsport. Noch nicht mal seiner Familie hatte Dieter Kostler kaum Kontakt. Ohne seine Ehefrau Heidi wäre der Laden nie gelaufen in Vogelsang. Und wenn ich sage, auf der Vogelsanger Straße, dann ist das keine Schleichwerbung für Dikos Bazar. Das war nämlich der Name seiner Trinkhalle. Ja, Schreibwaren, Briefmarken, Zigaretten und sowas, was man eben alles auf dem Bazar auch gibt. Blumenvasen, Strandschaufeln für Kinder. Alles, was man so als Radsportler an Preisen gewonnen hat, ja, vom Tannenbaum bis zur Nähmaschine, vom Spanferkel bis zum Regenschirm. Heidi Kostler hat das verkauft in dem Laden, ja, auch Bücher und so ein Zeug. Dass Herr Kostler einen Sohn hatte, wusste fast keiner, weil sein eigener Sohn fuhr kein Radrennen. Das wollte er nicht. Es sind immer die Söhne von den Radprofis. Das steht jetzt nicht hier, weil ich kann das nicht so gut ablesen. Kostet es nämlich, die Söhne von den Profivätern werden nie so gut. Wenn die dran gemessen, ist das schlecht. Rolf Wolfsohl, Dieter Wolfsohl, Eddy Merckx, Axel Merckx, Didi Thurau, Björn Thurau. Also hat er immer ein schweres Los dann. Aber da hat er auch recht. Deswegen hat er mit seinem Sohn auch nie geredet, keinen Kontakt und er fuhr auch kein Radrennen und hatte eh keine Zeit, weil wir mussten ja zum Training. Der Michael versteht das. Ich bin mit Michael befreundet, um ihm. Klein Albert vom Woodstock, die heißt jetzt anders, bei Käthsmanns, das Inge war geschieden da und so, und Bärbel Dorbey und der Klaus Gröne und Shorty und so, aber das ist ganz andere Baustelle. Ich wollte das nur sagen, ich habe eine Ahnung von, wenn ich das sage, stimmt das schon, ja? So. Was man das Verkaufen der Nähmaschine im Laden, dass er Kostler ein Sohn ist, so wusste keiner, weil sein eigener Sohn fuhr nie Radrennen. Das wusste auch keiner, dass er noch eine Schwester hatte, zum Beispiel, ja? Die eigene Familie wusste noch nicht mal, dass er das Haus beliehen hatte mit 500.000 Euro, dass er alle Lebensversicherungen heimlich gekündigt hatte, nur damit das Geld in den Radsport kam, damit das Radteam lief. Ja? Er hatte sogar seiner eigenen Frau nicht gesagt. Er hat sich dann ein Jahr und einen Tag später danach umgebracht, genau auf seinen Geburtstag. Muss man auch mal so sagen, war ich auch dabei, war ein Theater, war das. Die SPD hat ihm ja versprochen, um meinen politischen Hetzreden jetzt mal zu bleiben, was ich mir hier vorgeworfen habe. Die SPD hat gesagt, hör mal, Kostler, der Heugel war der Oberdrahtzieher. Jetzt habe ich auch ein paar reingehauen auf dem Eigelstein beim Radrennen. Der Josef Christen ging dazwischen, weil Christen war der beste Freund von Heugel. Tut mir von Josef Christen unendlich leid, weil ich Josef mag und ich nehme auch Lehre an von ihm. Er war mein Vorbild, lieber Jupp, und deine Eltern. Ich habe großen Respekt vor dir. Und ist halt so passiert, aber das muss ich auch mal sagen und muss mich dafür entschuldigen. Aber trotzdem ist die Wahrheit geblieben, ja. Der Kostler hat sich verschuldet, der Heugel hat gesagt, wenn er dann läuft und ich bin Bürgermeister, ich schieb dich zu mit dem Geld. Von dem Flughafen Köln, was Friedrich Merz jetzt gemacht hat, also für sich eine Tasche, weil ich muss erstmal trinken. Wenn Friedrich Merz, also wenn ich schwimmen gehe, schwimme ich so, ja? Wenn Friedrich Merz, der Penner, schwimmen geht, schwimmt er so, alles für sich, ja? Deswegen ist das alles Abfall, was wir reden, ja? So. Kostler sollte das Geld bekommen vom Flughafen
von allen städtischen Firmen, ja, von der Stadtsparkasse Köln, von der Messe Köln, die jetzt auch pleite ist, sitzt nämlich in Friedrichshafen als Eurobike beim Klaus Wellmann. Klaus, schöne Grüße. Fotokina, Köln, RGW, die Wasserwerke, GEW, KVB, ja, die wollten alle rein bei den Milliarden Unternehmen, ja, da tun die mal 5 Millionen da rein, ja, da kann jetzt jeden Fahrer kaufen können. Im Vergleich zum Fußball ist 5 Millionen wie einmal hier Billigbier austrinken von Netto, ja. Aber im Radsport 5 Millionen ist wie, als ob du Milliardär bist, wie Putin oder hier, wie heißen sie, Bill Gates oder sowas. Michael Schumacher, Geissens und so. Nähmaschine, ich muss das mal vor, ich kann nicht, bin nicht so ein guter Leser. Man muss sich das mal als ehrenwertes Vorbild nehmen, Dieter Kossler. Mit uns Fahrern mehr Zeit zusammen hat er sogar seinen Sohn weniger Zeit gegeben. Ja, der Sohn, der studiert da irgendwas mit Fernsehen, sagte der Hans Küpper. Immer. Der hatte die Hand ab. Der Vater von dem, wo der Daumen fehlt als Handwerk, und der Vater von dem PSV-Fahrer Jürgen Küpper. Also Hans, ich habe sie Hans, falsche. So war mein Vorschlag an Wikipedia. Die sollten mal ein PSV Köln-Webseite machen, ja? Ich würde auch dabei helfen, das. Der PSV Köln, Abteilung Radsport, war von allen Polizeisportvereinen und Abteilungen, gab es 4000 Stück in ganz Deutschland, von Angeln bis Segeln, über Schießen, Schützensport, Judo, Skifahren, Langlauf und so weiter. Von allen PSV-Vereinen waren wir in Köln, der Radsport, der erfolgreichste und beste in der ganzen Zeit. Es gab nicht mehr PSV gewann hier. Da siehst du mal meine Hände noch gar nicht. So, ja, noch mal, was war egal? Der PSV Köln, ich war Teil dieses da. Wir alle. Gemeinschaft. Ja? Dieter Kossler war etwas wie Otto Rehhagel in Bremen als Trainer. Mit wenig Geld und kleinen Sponsoren über Jahrzehnte alle Titel gewonnen. Die Konkurrenz sogar in Köln war groß. Es gab drei Bundesliga-Vereine, darunter die finanzstarken Bayer-Werke in Worringen. Bayer, weißt du, was die in Geld hatten? Heute in der Tour de France als Ineos-Mannschaft, BP England von dem Milliardär. Und drüben in Ports am Flughafen neben das RAG Ports mit dem Flughafen Köln-Bonn als Sponsor. Und deutschlandweit die Dortmunder Olympia Dortmund mit Ernst Klausmeier und sehr, sehr viel Geld. Also waren wir, der mit Asylantenhotels hat der Geld verdient, hat die voll jemand mit so Neger alles da rein und mit so da. Und da kriegt er von der Stadt diese ganzen Flüchtlingsheime schon in den 80er Jahren, weil die aus Albanien, überall wo sie herkommen, da hat er die Mullahs und was weiß ich was da. So. Und Deutschland, weil die Olympia Dortmund, der Ernst Klaus, war sehr viel. Muss jetzt das mal sehen müssen. Früher waren das so Bruchbudenbaracken, wie die Asylanten da geraust haben, ja, wieder an die Stadt. Heute ist das, ja, das ist ein Palast in Hohensiebusch, im Casino. Wenn du hochkommst, waren da 1000 Mann da. Da kannst du ja alle fragen. Das ist ja wie ein Königreich, was er hat. Aber alles aufgebaut. Michalski hat dasselbe vom Zuhälter. Und in Una Massen hat er seine Dinger nachher erstochen. Als da leider. Das war so ein toller Mann, der Michalski. Ich war im Ski, Nationalmannschaft oft in Österreich. Michalski, tolle Leute. Aber ich muss das immer weiterlesen. Das lenkt mich hier ab, diese Scheißleserei. Und deutschlandweit, die Olympia Dortmund mit Ernst Klaus, wäre sehr viel. So wie da unten in Bayern, das Team Nürnberg. Ist ja mitten in Bayern. Mit der starken Versicherung, Nürnberger Versicherung, den Herkuleswerken und Fichtel und Sachs, ja. Also wir hatten drei Teams. Dortmund, Nürnberg und Köln, der PSV. Es gab nur diese drei Vereine. Nach dem Mauerfall haben sie noch eine andere versucht. Mit Wiesbaden, RG, mit Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, mit Jan Ulrich war da oder TSC Berlin, mit Jens Vogt und der Schaffrath war bei. Oder in Leipzig, der Jens Lehmann, der Thomas Liese, Jürgen Werner, das Heinrich Schmidt-Malermeister-Team aus Stuttgart-Metzingen da, mit Reto Matt, Heinrich Trumheller, den Höschelborn, der Weißpfennig, Michael Rich und so weiter. Aber den PSV Köln und Dieter Kossler kam keiner ran, höchstens gleich stark, mal wie Dortmund und Nürnberg, obwohl das nie, er war immer ganz oben in der Tabelle. Wenn man also eine Liste macht, wie Personen, die gleich altes Team hatten, wenn man also eine Liste macht, wie Personen, die gleich altes Team hatten, müsste also stehen, Jürgen Schahn, Dieter Puschel, Peter Weibel, Ernst Klausmann, Klaus-Peter Thaler,
Ach so, das meinte ich damit. Ich kann das grammatisch nicht lesen, was ich da geschrieben habe. Wenn man also eine Liste macht, wie mit Personen, die gleich alt sind und mit dem Team, also mit Kostler, wo, so, ja, Jürgen Schahne, Dieter Puschel, Peter Weibel, Ernst Klausmeier, Klaus-Peter Thaller, das war so im Kostler seine Zeit, wo der mit, nach der Radrennen, mit was er zu tun hatte oft, ja, von Sponsoren her ist sein Bruder seiner Frau im Kaufhof, der Manfred Polch, er war Chef vom PSV Köln. Kann ich ruhig sagen den Namen, weil das steht ja überall. Manfred Polch, PSV Köln, Chef, ja, und war im Kaufhof der Chef und war der Bruder von Heidi, von seiner Ehefrau, ja. Ja, oder an der Schanze, der da, diese Wesse Böhmer oder was, der Chef da vom Profi-Radsportverband, ja, dem die Profilizenz, 30 Jahre waren die befreundet, Werner Böhmer hieß der, ja. Hatte Peugeot und sowas, ja. Diese Fahrraddynamos, Union und das nachher auch da. Ach ja, da Look-Kleidung und dann aus Overath, der Peugeot, der Herr Stoffels. Ganz tolle Leute. Die wohnten auch in Köln, war oft da bei denen zu Hause. Ja. Das waren die, also er hat einmal seine Freunde, dann die Sponsoren, Peugeot, Porsche, Kaufhof und so, ja. So, dann als Politiker, wo die Kostler sich gehalten hat, ja, als Politiker, Dr. Klaus Heugel als SPD-Chef. Und Rudolf Scharping auch SPD-Chef und Radsportpräsident. Chef. Jürgen Rothe, also Polizeichef von Köln, Bürgermeister und auch SPD-Chef. Jakob Roth, auch Polizeichef und Klaukommissar. Der war Major, der war ganz einer der Höchsten, ja. Oh. Erst als Köbes Roth als Polizeichef so Einbrüche gemacht hat, selber, aber nicht eben für das, er sich selber behält das Geld, sondern das Geld hat der Kostler gegeben von der Beute, um für uns Jungens wieder Rennräder zu bezahlen und die Hotels und die teuren Anreisen. Trotzdem haben wir gewohnt in Jugendherbergen. Wir hatten keinen Luxus. Deshalb hat Köbes Roth diese Klaueinbrüche gemacht als Polizeimajor, Direktor, ja. Eben alles für den Radsport. Jeder hat geholfen, was er konnte. Jede müde Mark hat geholfen. Sowas gehört da rein bei Wikipedia, ja. Oh. Und in Pulheim übrigens, neben dem, wie heißt der da, der die Bilder immer macht, der Fotograf, Preisner. Auch die Zeit mit Freiburg, als da Drogen, Doping und sowas. Kostler hat so viel Krach mit diesem Bundestrainer Weibel gehabt. Ganz besonders hatte Kostler aufgeregt, dass der Sohn Jochen Weibel, dass er so viel Geld kostet und überhaupt nichts bringt. Beim Jakob Schmidt in der Metzgerei, der weltberühmten Metzgerei auf der Merowingerstraße, haben die Fahrer vom PSV Köln kostenlos gewohnt, gelebt und auch gegessen. Nämlich Köbes, muss man mal sagen, tolle Nummer. Wir fährt am Enzo immer nach Sizilien in Urlaub und nach Mallorca und so, ja. So, wir sind Gebroder, schön drum, sitzt zu der Laden. Auf der Beerdigung in Bocklemünd waren tausende Menschen. Ich habe noch die Bilder fotografiert. So etwas gehört dabei rein in Wikipedia. Im selben Jahr ist Frank Nowak verstorben und meine Frau und meine Kinder. Ich wollte nur sagen, wenn man da so eine Liste macht und die Namen reinschreibt, die eh jeder tausendmal kennt, was ist dann da selbstzerstörerisch und selbst dieses Wort da, dieses Arschloch Andy King, der Penner da von Wikipedia, dieses Arschloch, er ist bekloppt, ja? Man macht einmal eine Liste von Fahrern wie A, wie Ahrens bis Z. Jörg, also von A bis Z, wie Jörg Ahrens, wie Jörg Paffrath, Frank Nowak, Kappes, Andy Eichelbeck, Guido, Marcel Wüst, Stauf, der Kiko, Stauf Andreas, Habetz Beate, Habetz Gabi, Habetz HJ, Habetz KHH, Werner Wüller, Manfred Lindler, der Sitzius, der Udius, Udo Heuter, Moster, Patrick, Wasmut Frank, Frank Beer, Manfred Otto, Hans Grun, Sidney Schneider, Rudi Grönow, Horst Wings, Thomas Campana, Harald Frank, Andy Kappes, Darius Kaiser, also Keizer. Klar, der Marcel Wüst zu meiner Zeit, wie ich gefahren bin beim PSV, waren der Kapitän Jörg Paffrath, der Karl-Heinz Müller, der Klaus Pesch, der Frank Klein, der Löhner, Andreas, der Krenz, Thorsten Hennes, der war gut, ja, der Schlickau, Michael Schlickau, Tiefe Jochen, also ich selber, Patrick Kobiolka, Ben Lederer, der Müller aus der DDR, der Lux, ja, Holger Michels, der Stefan Schwarz, der Lothar Fosen, also Fosens Lothar, der Ralf Fahlen
Und nach mir, wie ich schon Radprofi war dann weg und war bei Warta, bei großartigen Team, war eine Friedensfahrt auf der Nationalmannschaft und da draußen. Musste mich bei Haider noch bedanken, wegen den Sachen in Österreich und so weiter. Sonst wäre ich mich verloren gewesen, ja. Nach mir kam dann das Profiteam Köln, das Team Cologne. Da waren diese ganzen Grabsch, Ralf Grabsch und Bert Grabsch. Der Greipel fuhr im Training mit und der Udo Bölz. Oder Hardy Bölz? Udo Bölz? Udo Bölz von Telekom mit dem Rauschgift. Quäl dich, du Sau, ja. Die waren Glasner aus Holland, der Theo Ackermanns, der Raimund Mais. Aus der Schweiz die Brüder Jocelyn Jolidong und Jolidong-Brüder, ja. Sogar Fahrer aus Afrika waren dabei. Der eine ist dann gestorben, hat die Operation, hätte zu viel genommen. Dann ist das Bein geplatzt. Ist der bei einer. Nur das sagt keiner, weil es keiner wissen darf. Ja. Alice oder wie hieß. Konnte so viel Namen nicht. Der hat immer überdrogiert. Er telefonierte mit der Freundin, wenn er Rad fuhr nach Afrika und Costa Mord und alles bezahlen, ja. So. So war mein Vorschlag, erstmal ein Porträt zu machen vom PSV Köln Radsport. Dann ein Porträt überhaupt von den Freunden und Vereinen von Radrennen in Köln. Ja, einmal Koslar, paar Bilder rein, das schöner machen. Ja, man schreibt Familie, Heidi, die Schwester. Ja, dann überhaupt ein Porträt PSV Köln. Was ist der PSV Köln? Wer war da? Ja, dann überhaupt mal ein Porträt machen, so drei Sachen: Koslar, PSV Köln und dann Radsport in Köln oder sowas, in der Wikipedia-Seite. So. So wäre man dann drauf gekommen, dass es drei Arten von Radsport gibt in Köln. Ja? Erstens die Radrennbahn in Hürth, wie Sechstagerennen und Silberne Adler-Messe in Deutz. Jetzt das neue Ding der Müngersdorf in Schrotthaufen, was von Lehrern und Marathonläufern geleitet wird und Politikern wie Guido Westerwelle, AIDS-krank, und sein Bläser Michael Mons. Jürgen Kistner ist tot. Dann dieser Schleicher aus Chorweiler, der nie Rad gefahren hat, aus Mülheim von der Biegertstraße. Wie Radrennbahn in Köln-Riehl oder die Rheinlandhalle am Leuchtturm in Ehrenfeld. Das ist das erste Mal, wenn man sehen, Radsport in Köln, ist Radrennbahn, Rondell, rund. Zweitens Querfeldeinrennen gab es, alias Crossrennen. Die Spezialität der Vereine Liga Köln-Kalk und Le Loup, Köln-Rad. Damals noch ohne, also Le Loup, bevor der Maaßen Krach hatte mit Wolfsburg, mit Karl-Heinz Kunde und Rolf Wolf, so mit den Gaskesselrennen, mit der deutschen Meisterschaft in Köln-Müngersdorf, am Fußballstadion auf der Jahnwiese, ja, war der Dahlhoff, toller Mensch, ganz toller Mensch, Dieter Dahlhoff, ziehe ich den Hut vor. Der ist SG Köln-Rad und der Wolfsburg Le Loup-Rad. Dem Sohn bin ich gefahren, auch Radrennen. Drittens, 58 Radrennen im Jahr in und um Köln. Nur überleben bei 56 Wochen, was man im Jahr hat. Also jedes Wochenende ein Radrennen, ja. Kommt aber daher, weil die Trainingsrennen waren schon 10-mal mittwochs, hast du schon mal 10 Rennen weg. Oh, und hast du noch mal 10 Sechstage-Rennen-Tage. Silberner Adler, Kölner Winterbahnmeisterschaft, Sommerbahnmeisterschaft in Hürth und un, ja. Das ist allein schon durch das Nebenbeirennen schon 20 Rennen weg, ja. 50 Radrennen im Jahr in Köln, um Köln, von den Weltklassiker-Radrennen rund um Köln. Wir sind zur Bundesliga-Rennen, Rechtsrheinischer Straßenpreis im Flughafen Porz. Habe ich auch mal gewonnen, 93. Der Mannschaftswertung war Einzel, glaube ich, 8. oder 9. und Paffrath war 2. Die Bergwertung und der Mannschaftswertung in der Bundesliga gewonnen. Schlickau war drin, 5. 6. Also, so, das war der PSV. Angreifen, attackieren, drauf, wie Barracuda-Haifische nehmen, drauf, Blut schwimmen und dranbleiben und dranbleiben und kämpfen und dran. Das war PSV, ja. Oh. Rechtsrheinstraßen, Flughafen Köln-Porz. Dann die schwere Bezirksmeisterschaft in Nackhausen bei Rolf Wolfsthal am Haus. Die Sommermeisterschaften, 10 Trainingsrennen auf der Go-Kart-Bahn, zum Beispiel in Kärnten-Mannheim, bei Michael Schumacher und Ralf Schumacher. Vorher hat der Nielbach die gemacht, in Kerpen und um die Schule, in Quadrat nach in Länge nicht. Da war mein Fortuna in der Braunkohlengrube. Alles hat alles der Nielbach gemacht. Und der vom Sonnenhang in Quadrat, die Straße, auch der Verein. Ja? So. Auf der Altenburger Straße war das Radrennen so weltbekannt bei Küpers Kölsch, das direkt zweimal im Jahr ausgetragen wurde: einmal von Comedelia mit Jupp Christen. Und einmal wieder von Kostler Dieter und PSV Köln, ja. So. Das nochmal, lieber Jupp. Ich möchte jetzt nicht drauf rumreiten. Das ist dann auch mal beendet für mich oder dich.
du weißt, ich weiß, der Klaus Heugel weiß es. Ich weiß, dass ihr befreundet seid, ja. Aber es ist so gewesen, auch wenn es dann wieder anders und so. Und natürlich war das assi, dem einer reinzuhauen. Weil zeige ich aber meinen Charakter, meine Ehrlichkeit. Ich sage, du bist ein Penner, du kriegst Rudi jetzt Prügel lang und zerschlag dich, du alter Opa, du Arschgesicht. Was hat ein Vorbestrafter beim Radrennen zu suchen, ja? Wie ich ja 93 gewonnen habe, haben sie mich disqualifiziert. Da hat diese Arschritze mir noch nicht mal den Teller gegeben, habe ich in den Müll geworfen. Ich habe es auf Video noch mit Burger dabei, ja? Dieses dumme Schwein, ja? Das ist schon kein Bier mehr vor Aufregung. Die drei Trainingsarten. Achso. Altenburger Straße war zweimal im Jahr sogar das Radrennen. Einmal von Comedelia mit dem Christen Zjub, Franz Josef und dem. Und einmal wieder von Kostler Dieter und PSV Köln. Der Mann war beliebt. Er hat Radrennen gemacht, Bahnrennen, Crossrennen, die Sponsoren geholt. Ja, das muss da rein bei Wikipedia und nicht so ein Müll alles. So, ja, oh. Da gab es die drei Trainingsarten in Köln auch. Einmal die Schmitzebude, eben auf der Shell Sieg, da waren der Erwin Tischler und so. Erwin war ein guter, der konnte richtig drücken, ja. So. Ich war Bahnhofsfahrer, ja. Ich war Bahnhofmann. Ja, der Bahnhof war auch das, ja. Da gab es den Willi Huppertz, der konnte Vollgas ballern mit Gino Baudry, richtig Vollgas, ja. Dann gab es die Trainingsgruppe Heinrich Hövel. Im Fernsehen sagt man immer falscherweise Hürther Trainingsgruppe. Nein, es ist die Hövel-Gruppe. Das bestätige ich jetzt hiermit nochmal ganz eindeutig. Wo der Martin Scheuer, der Hans Treppe, ja, und eben der deutsche Meister, der Ralf Fahlen, hat der Heinrich Hövel mit hochtrainiert. Ja. Der fuhr im Heinz-Willi-Lederle, fuhr der dann Winterbahn um 6 Tage rennen, ja. Der Lothar Fosen, ja. Auch die drei Bundesliga-Vereine sollten dann in dieser Wikipedia-Gruppe Radsport in Köln angezeigt werden. Bayer Worringen, die RAG Porz und der PSV Köln mit Kostler. Ich habe das so ungefähr an Wikipedia geschrieben und hingeschickt. Und ich wurde ausgelacht. Ha, ha, ha. Von diesem asozialen Studentenpack. Diese Rauschgiftbrüder, ja. Die Tag und Nacht faul in den Ecken rumliegen, Computer machen, bis sie 4 Kiauren haben, ja. Also mache ich das. Jetzt nicht schreiblich, sondern mündlich im Sprechen, was mich auch meine Abiturprüfung erinnert auf Chorweiler, weil ich habe alles für das Radrennen gegeben bei PSV Köln und Dieter Kostler und hatte vor Uninteressanterkeit, habe ich das voll vergessen, dass es Attribut Abitur war. Wir kamen im Schnee und Regen zurück aus den Ardennen von Radrennen. Und alles sprang da rum, bei Kost ein Vogelsang, Polizei, Lehrer, was weiß ich nicht alles, Presse, etc. Aber diesmal war die Presse nicht da, weil wegen Radrennen, sondern weil ich die Schule vergessen hatte. Eigentlich habe ich immer vergessen, zur Schule zu gehen, jahrelang. Da war das so Gewohnheit, dass ich auch Abitur vergessen. Attribut schreibe ich immer, das heißt Abitur. Da kann man auch mal die Abiturprüfung vergessen. Wie unser Dennis aus Hürth, der Martin Klempnoff, hat von mir Großartigkeit gelernt. Wir saßen Stuhl an Stuhl und Tisch an Tisch und Tür an Tür in der Schule. Das muss man mal sagen. Er hat im Bankdrücken, konnte 80 Kilo drücken. Das hat keiner da geschafft und er war nur 17 damals. Das muss er nochmal, das wird Martin dir bestätigen, Tretlager 105, Tune, vierfach die Rillenkugel, roter Rahmen, Stahl, noch mal ein bisschen, ich habe die Liste noch da, aber Martin, du musst dich auch mal melden, ich will dir keine Mahnung schicken, ich bin auch im Fernsehen jetzt, bezahle doch einfach mal da. Na, Radrennen, sondern weil ich die Schule vergessen habe. Eigentlich habe ich immer vergessen, zur Schule zu gehen, jahrelang, da war das so Gewohnheit, da kann man auch mal Attributprüfung vergessen. Aber auch das hat Dieter Kostler geregelt, dass es klappte. Ab sofort wurde demokratisch bestimmt, dass es ein Schulfach Radrennen gibt auf Chorweiler und sich alle Lehrer ab sofort anzumelden haben im PSV Köln, wenn sie wieder einen Schüler belästigen wollen mit unsinnigen Sportunterricht oder bionomischen Formeln. Oder Hannibals Barfußkriege gegen Elefanten in den Alpen, also haben auch gelernt, so eine Müll in der Schule. Alles das gab es bei Kostler gratis.
Härte, Kälte, Sport und Lernbarkeit. Ja? So. Und nun schaut mal, wer noch steht hier. Achso, schau mal, wer hier noch steht. Euer Jochen. Der dumme Mensch von der Firma Wikipedia ist nämlich rausgeflogen. Weg ist er. Ist ja nichts mehr zu trinken. Also ergo, Wikipedia schadet dem Radsport mit ihrem Lügenpressen, Fakes und falschen Sagen. Deshalb wird es ab sofort eine Sport-FM-Abteilung geben, nur für Penner, Wikipedia und Falschentlarvungen und Film ab. Jetzt habe ich fast eine Stunde geredet. Ja. Weil ich kann das, weil ich nicht weiß, wie man die Umdrehung macht hier davon auf Schrift. Eine Stunde ist schon, also ich wäre beim ZDF jetzt 900.000 Euro wert. Bei Maischberger, oder wie heißt diese Schwulen? Anne Will und sowas da, ja. Diese Perverslinge. Die dann Schwanz im Maul nehmen, die zwei Lesben immer. Ja. Und ich habe jetzt eine Stunde gratis hier mal, weil ich das mache für meine Fans. Das seid ihr mir wert. Es kommen noch die Bilder da dran und die Texte. Da kann man erst mal sehen, wie sich hier Denunzierungsmaßnahmen gemacht werden gegen mich. Und ich gehe BMH mal, gehe mir mal Bier holen und trinke das jetzt noch alle. Meine besten Fans, Tiefe, Sport FM. Ab sofort gibt es eine Kategorie Assi, Wikipedia, Wikipedia für Asoziale, welches alles mal. Froh, dass ich rausgeflogen, dieser Dreck da, ja. Mir hinschreiben, ich würde die Lügungen sahen. Die hätten sich das mal besser gehört, wenn ich Gehorchbarkeit sage und das mal richtig geändert. Für den Radsport, nicht für mich. Ich bin uninteressant. Ich bin eine Ameise, wie 100 Milliarden andere Ameisen auch. Aber es geht hier um den Sport. Der Sport muss erhalten werden. Der Sport ist der Mittelpunkt der Radsport jedes menschlichen Lebens. Ja? Nicht Politik. Und sowas. Sport sollte der Mittelpunkt sein jeden menschlichen Lebens. Deswegen kriegt Wikipedia von mir die Assi-Assi-Assi-Karte. Unsere Partei Sport, Musik und Kunst wird gut werden. Tiefe Sport FM. Damit ihr auch wieder mein Ehrenwort seht, dass ich hier keine Verarschungen durchführe, ja. Da ist ein Kasten mit Glühwein drinnen, ja. Was habe ich euch gerade hier eine Stunde den Text vorgelabert? Und das ist auch richtiges Glühwein drin. Nicht jetzt Wasser oder so, das würden sie mir auch unterstellen. Dass man es auch richtig sieht. Das muss ich jetzt warm machen. Ich will nur meinen Fans sagen, meine Ehrlichkeit. Ich habe noch Apfelsinen da. Ich habe noch mal zwei weitere Kisten Glühwein auch da. Mal die Bilder hinten dran. Mit der Wikipedia sieht, was das für Penner sind. Bevor so Lallungen anfangen. Aber Lallungen fangen bei mir ja nicht an. Nach zwei Bier und ein bisschen Glühwein. Ja. Wie ich in Mallorca das Ding gewonnen hatte, hat der Kostler aus dem Auto gegeben mit der Bierdosen und der Blackföß und das Radio, der Kassettenrekorder und auch Sollerup, der Birch. Und ich dachte, Soller wäre nur so wie rund um Düren, was ich im Novak da mal gewonnen hatte. Und Alexander Jewea dabei. Und der Blumenverkäufer war da Dings. Aber Soller ist ja nicht nur. Soller heißt Sonne auf Spanisch, das heißt Corona. Das heißt der Berg zur Sonne. Gut, aber dadurch, dass wir genug Bier hatten und Kostler dafür köstlich vorgesorgt hatte, war auch der Triumphzugfahrt nachher, sind wir im Karnevalszug mitgegangen, als Entwicklungshilfe für die dritte Welt, ja, in Spanien, das sind ganz arme Länder gewesen, damals noch, hätten wir es sich groß gemacht, zur Größe empor erkoren, ja. Tourismusminister kam, Pedro Canals, nachher kam der König, war mal in Palma in der Bude, in der Hütte, man kann schon sagen, Schloss. Bei ihm, Carlos, der singe Jung-Jung-Usschan, musste sich beim Kostler entschuldigen, der Königssohn, der Philipp, weil er nur mit seinem Segelboot da und Wasserski und so, ja, das wollte man mal sagen. Da hat Kostler für gesorgt, hat immer zu saufen im Haus, weil das die Leistung stimmte. Halber Liter Glühwein alle. Also schon nur sagen, das ist nicht Fake News. Dieser Wikipedia ist so ein Schwachkopf, der Faker. Ganz in den Wok stecken.
Der WOC-WM bei Stefan Raab, da kannst du mit dem Ding nochmal drüber. Stefan war übrigens mit Marcel auf der Schule, auch in Ordnung, der Mann. Der hat mir mal gesagt, ich soll es nur natürlich keinem sagen, was ich auch nicht mache. So, ihr wird immer direkt Verklagungen einleiten, aber der Marlene, mit ihr aber oft Karneval gefeiert in Rodenkirchen, ja. Tolle Frauen. Unten in der Kneipe da beim Matthias, Michael, meine Frau noch bei, ja. Ich habe das gar nicht erkannt, weil wir verkleidet waren. Der Marlene war die Ehefrau von Rolf Stommelen, bevor er sich totgefahren hatte. In USA. Tolle Frau übrigens. Dann hat sie Erik Silvester geheiratet. Der heißt aber eigentlich anders. Will aber den Namen nicht sagen. Wegen Datenschutz, da muss man schon selber gucken. Zucker im Café. Dedede. Das kann ich auch spielen. Ich spiele gleich drei Lieder. KIZ, ich war in der Schule. Zucker im Café und noch. Dritte weiß ich jetzt nicht mehr. Und auf jeden Fall, Marlene hat mir dann erzählt und so, und dann waren wir bei ihr im Dingens in Rodenkirchen, dass ihr Gärtner immer krank war, weil der Gärtner so schwer krank ist und sie auch kein Schiffskapitän hatte in Mallorca, hat das Schiff verkauft und auch Mallorca ist mit Rad dran. Der Stefan Raab hat das Haus gekauft, ja, von Erik Silvester, die zweimal auch Musik gemacht waren, oft da. Ich will euch aber jetzt nicht sagen, welches Haus das ist, weil ich höre mit dem Raab zu Stefan keine Krach haben. Da musst du schon selber rausfinden und so. Aber das sind eigentlich sehr gute Leute. Also Stefan mache ich ja unheimlich gerne. Darf er sich auch geehrt fühlen, dass das so ist, ja. Er ist ja auch so schlau und so gut. Und da macht ihn der Klempner dabei, der von meinem Schreibtisch gelernt hat in der Schule. Genau eine Tür daneben, ja. Mit dem Heinrich Sester hieß der. Enrico Sester. Die haben nichts mit der Brauerei Sester zu tun. Der Björn Fink dabei und so. Das waren schon. Die haben, kam als deutscher Meister auf der Schule, war deutscher Bergmeister 89, hat den Flotow gewonnen, flog dann raus und der Direktor war da. Dann kam schon der Riesenpokal, was ich im Nürburgring gewonnen hatte. Schwere, schwere Radrennen, die hohe 8 hoch. Unter Radfahrern gesehen ist das jetzt nicht so. Was dann sagen, da waren vielleicht 50 Mann, die waren gut. 1000 so Luschenfahrer, Turnschuh, sonst Touristik, aber ja, zweimal gewonnen, was für eine Dingens, ja. Oh. Eine hohe 8 ist schon schwer, da hoch zu knüppeln, für die Strecke von Rudi Altig. Soll ich mich bloß nicht mit Altig vergleichen. Waren drei Runden, waren 75 Kilometer, dreimal Ding, aber ich komme mit dem Pokal, der war ja so riesengroß, ein Meter bald, ja. Der stand in der Schule, haben sie für mich ein Denkmal aufgebauen müssen, weil Kostler das so wollte, in Chorweiler auf der Schule. Also, wenn jetzt einer gewinnt, dann ist da mal so ein Schaukasten und, ja. Musste so ein, wie so ein Heiligtum schreien, war das, ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ich trinke sogar gerade den Rest aus, hole mir noch eine Pulle und dann mache ich die Bilder hinten dran. Meine Fans, ich wollte schon sagen, wenn der Jochen das sagt, stimmt das, weil das gesprochene Wort steht über jedem Gesetz. Über so scheiß Büchern da, wo nur Müll drin steht, Atlasse und so. Ja. Komm, dann mache ich den Rest auch noch alle. Weißt du, wie schwer das ist? Das ist total schwer, ja? Ich muss nämlich, und das ist die Schwerheit dabei, mit einer Hand die Kamera halten, ja? Mit der zweiten Hand diese Getränketüte halten. Das ist Schwerheit im Akkord. Ah, alle. Also diese Penner von Wikipedia, ich schätze nicht mehr alle. Das Arsch ist sich jetzt ja nur neidisch. Ja, schon mal eine Flasche Whisky, ach, habe ich auch noch. Dann machen wir das mal richtig. Dann hat auch dieser richtige Spielfilm qualitative Spielfilmlänge. Ja, da sieht man mal, was ich hier für Arbeit mache, was der Haussklave sich nicht drum kümmert. Da mal gerade Stellungen machen, dieser Wassmund, das Arschloch, ja. Mal zu sagen, die sollen das aufhören, Wikipedia, sonst zieht man den Stecker raus. Aber es gibt ein paar vor die Schnauze, richtig vor die Fresse mit dem Vorschlaghammer. Er rafft das ja nicht. Das faules Gammelpack, diese Betreuer.
Nachdem ich das noch nicht zu saufen habe mehr, die Lallungen fangen jetzt noch nicht an, aber ich muss erstmal noch Zeug holen. Dann rauche ich eine Zigarre. Da habe ich im Internet nachgeguckt, recherchiert, ja. Habe diese Knöpfe gedrückt. So. Kostler, Dieter, ja. Kommen nur ganz wenige Eintragungen, ja. Wenn nicht auch das Allereinzigste ist, der Sport FM Eschborn. Das bin ich wieder. Erst gemacht hat bei Bilder. Kommen ganz eben auch wenige. Nicht das, aber ich jetzt mal hier als so Bild drauf mache. Das ist mit seinem Sohn, dem Albert Klein und mit der Inge, die sie von Werwel das aufgekauft hatte, Woodstock gemacht hat. Der Wirtschaft, die hatten immer Jaffel, der Jaffel hatten die immer. Und im Lankewitz, am Torg am Nil, so. Und bei Videos, bei Dieter Kossler, kommen nur drei, ja. Einmal Salz in der Suppe. Mal gucken, was das ist. Mach ich mir jetzt gerade die Pief an dabei. Ach, von dem Schwulz, Schwalz im Kaffee und Zucker in der Suppe und beim Besoffen waren, der wusste nicht mehr. Oh ja. Hör mal, das ist ja vom Michael, der Sohn. Manchmal etwas über das Ziel hinausschießen. Um nicht zu sagen beleidigen. Aber es war seine Art. Er war einfach so. Einfach drauf los. Er war doch nicht beleidigen. Er hat immer ein paar reingehauen. Beleidigen. Ja, der Breuer hat ja recht. Die Teamlaufbahn errang er über 150. 1968 nahm er an der Olympiade in Mexiko teil. Und während der Bundestagspräsident. Das Täfe! Kämpfte sich mein Vater den Sieg der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt. Sportler des Jahres und Fünfter bei der Weltmeisterschaft in Italien. Also 1971 in Mendrisio. Und der Watterott. Eine große Stunde, wenngleich er nicht auf dem Podium war. Aber bei der Weltmeisterschaft. Was will denn der Watterott schon wieder? Mein Schmeiß, ARD, geh in der Arsch. In Tessin. Lieferte er ein beherztes Rennen, war immer in der Spitzengruppe zu finden, nur ganz am Ende kam er dann nicht mehr mit. Ovillon, Frankreich, gewann vor Freddy Martens aus Belgien und dem Spanier José Luis Viejo. Und Dieter Kossler belegte den fünften Platz, bester Deutscher, aber es war, glaube ich, international. Da siehst du, dass der Watterott keine Ahnung hat, dass er ein Schwachkopf ist, ja. Der Kossler hat den Moser immer abgehängt. Wenn wir auf der Messe waren, auf der IFMA, ging der hin bei Francesco am Stand. Na du Lusche, weißt du noch, wie ich dich aufgehängt kann da im Mendrisio? Da brauchst du nix, du Krücke und so. Geben sie das Geld für den Fahrer. Aber da muss ich mir nicht so ein Watterrott da so eine Scheiße erzählen lassen. Der wieder keine Ahnung hat, nachweislich. Die wertvollste Platzierung, die er herausgefunden hat. Und für mich als junger Reporter war es natürlich wunderbar, so etwas dem staunenden Radsportvolk vermelden zu können. Hättest du besser mal eine Mütze angezogen, Watterrott, Radrennen rund um Köln oder irgends hier drupp. Da wird irgendwie eine Pastur, so ein Driss da. Velvet war immer der große Straßenpreis von Velvet, ein sehr schweres Rennen, ach, mit 11 Kilometer Rundkurs. Dort war ich dann am Schluss mit einem Belgier alleine weg und da ich ja nicht der schnellste Sprinter war, musste ich mir überlegen, wie ich den im Sport bezwingen konnte. Und dann hab ich den Berger mit einem Trick besonderer Art typiert, indem ich mich umdrehte und rief, ach, jetzt kommen die schon von hinten. Und er drehte sich um zu sehen, wo die dann waren. Und in dem Moment trat ich an und gewann dann mit einer halben Fahrradlänge vor diesem Berger. Ja, Herr Kostner, und das hatte ich gemacht bei der OWL-Rundfahrt in 92. Wissen Sie noch, wo ich ihm gesagt hatte, die Leute aus der DDR, die ganzen Frank Augustin und denen da, alles da, ja? Sag ich, hör mal, es ist am Schneien, es ist am Blitzen. Ja, gut, die Bäume flohen weg vom Orkan, war Orkanstärke 13 und alles und ran wurde abgesagt, nachher wie ein Hagel, aber das war ja nicht so schlimm für uns, Germann. Ich hatte mir gesagt, hör uns, du weißt ja schon,
Der Blitz schlägt in Titanrahmen schneller ein. Hör mal, die waren ruckzuck weg. Die haben sich umgestellt, unter der Bäum, hatten da Angst. Und mir hat das Ding in die Runde, wo der Paff ran gespitzt und ich, der Schlickau und der Zabel. Und dann hat das Ding da zerrissen. In 92. Das habe ich von Ihnen gelernt, Herr Kostler, der Trickanwendungen. Ja? Andere Väter brachten freitags Lohntüten nach Hause. Mein Vater einmal im Monat einen gewonnenen Toast am Nürburgring. Zucker. Meistens kamen die Radfahrer aus dem Arbeiter- oder einfachen Milieus und hatten damit eben dann auch die Chance, sich bei den vielen, vielen Rennen, die in oder rund um Köln stattfanden, sich da zu etablieren. Man konnte Rennen bestreiten. Der Hans Nordmann, ein ganz, ganz guter Mann, der den ganzen Flughafen Butzweiler Hof aufetikettiert, ja, alles gemacht, die Computers von der Frau Meier-Nickel, er war ja Diktator, irgendwo sahen sie immer, der alte Eduard Meier hieß er. Und der Nordmann hat nämlich die ganze Arbeit gemacht, da muss man uns sagen, weil der Museumsfachmann ist, die ganzen Bilder hat, was sie alles illegal abkopieren, ja. Und dem Nordmann habe ich gesagt, hör mal, hat ihn getroffen auf der Kanalstraße, um WDR, wie der Tag da war, WDR Open oder Köln Open für Liebe deine Stadt. Der Nordmann ist ganz, ganz in Ordnung und spricht der Wahrheit. Ja, und das ist, haben sie ja nicht geschrieben. Der ist auch linker Marxist, genau, oder Linkspartei Sozial, genau wie mir alle das nämlich sind. Soziale Menschen. Das gehört hier wieder Quatschkopf, der nichts im Kopf hat. Man wurde bestaunt und vor allen Dingen sicherlich auch ein Aspekt, dass man reisen konnte, ferne Länder kennenlernen konnte. Und dieses ganze Paket führte eben dazu, dass man reisen konnte in ferne Länder. Wenn ich ein Radrennen gefahren, ich könnte kein Wort Englisch, Französisch, Spanisch, Flämisch. Was kann ich da noch für ein Sprache? Ich weiß es halt ja nicht. Könnte ich Basic in Computersprache machen, in Dr. Logo-Programmierer bin, ja? Ja, da waren die Privilegien. Welche Sprachen kann ich dann? Spanisch, Englisch, Französisch? Hat ihr noch an Sprachen? Wo ich im Krieg war, in Angola, war Spanisch, einmal als Funker Sprüche abgehört. Kuba hatte die Truppen geschickt mit Castro, der Russe war am Verjammeln, der Franco Garcias war mit dabei, der war Portugiese. Ich mach Deutsch. Welche Sprachen kann ich dann all? Ich weiß es halt ja nicht mehr. Also Bayerisch kann ich nicht als Sprache und Sächsisch auch nicht. Auch nicht. Was kann ich da für ein Sprach überhaupt? Ich weiß es ja nicht mehr. Kann das halt. Afrikaans weiß ich noch. So, das habe ich ja auch Astro zu verdanken. Mit der Schuld, der scheiß Attributzeug ist und Abitur und da habe ich das vergessen hinzugehen. Mann, ey. Doch eine sehr, sehr große Masse an guten Rennfahrern damals bekam. Aber was treibt Menschen dazu an, beinahe jedes Jahr fast 30.000 Kilometer auf dem Rad zu verleben, während die normalen Bundesdeutschen das Familienleben... Das ist der Emma Wasser! ...oder am Wirtschaftswunder... Hab ich gerade gesagt, der Emma Wasser, der Moser. Sondern der Kran hingemacht, da im Rheinhafen. Mal Bundesdeut. Da, der Trotthelm. Der Trotthelm vom Wilfried Trott hat die Oma im Keller gemacht, die Helme. Beim Trott in Rade vom Wald. Und der Moser kräht der Wasser nämlich nicht. Deutschen das Familienleben genossen oder am Wirtschaftswunder basteln. Die Pusteblume ist ja kein Wirtschaftswunder. Und da habe ich mich wirklich, ich hatte keine Zeit, irgendwann was anderes zu tun. Wir hatten samstags den Laden auf und da war die einzige Zeit, die übrig blieb, war samstags oder sonntags. Oder war auch keine Zeit für irgendwie mal richtig eine Frau kennenzulernen. Einfach. Ist doch, er hat die Runde um Kölnmütze auf, da, ja? Der Watterrott wieder nicht, ja? Würde ich auch schämen, der Herr wird mache ich gerne, aber das ist ja alles so lala, was ihr da seht. Der Breuer ist super in Ordnung gewesen. Auf der Wahn und der Würde, die Tochter, das Breuersmädchen,
mit dem Bürgermeisterfahrer, eine ganz tolle Familie aus Gleuel, da Mario Meurer und Breuer und so, tolle Leute, Weltklasse, ganz tolle Menschen. Wir waren einfach die Stunde, morgens in der Markthalle, früh und abends um 7:30, 8 Uhr immer noch für den Laden unterwegs. Und da hatte ich auch für Radsport so keine Zeit. Ich putzte den Laden, ich war alleine, ich putzte, ich war meine eigene Putzfrau und da kam ein Bekannter. Wisst ihr, war der eine Putzfrau, was der Pafrat Jörg machen morgen, der Alex, der Jörg, und auch hier, was ich vorgelesen hatte eben, ja, der Kernchen, der Rolf und so, die Fensterputzer und so, so war das gewesen, mal arbige, wisst ihr, der Zuschauer haben sie kein hingemacht, ja, dann machen sie der Mann da den Armen in so einen leeren Raum da rein, ja, und oben, da oben sitzen der Schwule drin, da der Michael Mons mit dem AIDS-Kranken da, ja, der kütt nix. Und der Rapse Stefan, der Stefan wollte Radrennen machen, 24 Stunden. Dann hat er gesagt, ist zu laut mit dem Helikopter, schlag den Rab, wollten sie machen. Hat die Stadt wieder jen geredet. Weiß ich doch all. Der Kistner hat mir gesagt, der Jürgen aus Leipzig, über den Mur geklimmt, wo beim Angela. Mit Kistner war nämlich auch in Ordnung. Da vorbei von mir und dann, bist du wieder am Putzen? Ja, gehst du mit? Nein, geht nicht, ich bin am Putzen. Mein Vater gab mir nie eine Antwort auf die Frage, warum für ihn der Radsport das Salz in der Suppe war. Das sind, lieber Herr Kossler, von den einzigen 100.000 Bildern, die wir hatten als Sieger und als überall, die einzigen 5 Bilder, die im Internet gibt. Ist das nicht eine Schande, dieses Wikipedia und da dieses Internet und alles, ja? Das haben Sie nicht verdient. Und dafür werde ich Ihnen dankbar sein, mein Leben lang, und werde das jetzt mal richtig stellen mit diesem Film hier, ja? Ja, das muss man mal sagen, da gibt es ja nichts für Herr Kossler. Sie waren Weltklasse, ohne sie wäre man der Josse hier landet alle. Und das sage ich mal voller Ehrwürdigkeit. Und sie haben uns zu guten Leuten gemacht. Dankeschön, Herr Kossler. USA-Konzern brauchen Monopoly. Also Scheiß da. Das war Film Nummer 1, nämlich der. Das ist auch Nummer 2, Nummer 3. Mal gucken. Der ist ja von mir. Mache ich mal gerade auf Stopp, dass diese scheiß Reklame weggeht. Warte noch 5 Sekunden. Hier ist ja am 1. Mai am Henningerturm in Frankfurt. Deshalb ist ja am 1. Mai jemand feiert da auf der ganzen Welt. Im Henningerturm. Jetzt hat sich die Strecke geändert. Keiner Weg, sondern in Eschborn. Was hatte ich geschrieben mal? Live TV Russland, Mammutshammer Berg. Ein steinischer Dieter Kossler war am Henningerturm, ja. Warum ist die scheiß Reklame noch nicht weg, dieses Penner-Gesindel? T und K, Asoziale. Auf Ausländisch schreiben sie alles hin. Auf Ausländisch schreiben sie hin. Das PSV-Trikot. Da steht es. Dieter Kossler, Martin Scheuer. Ich wollte nur damit sagen, ich muss pissen, ich muss scheißen, hab kein Bier mehr, muss ich aus dem Keller holen, so eine Scheiße, der Sklave holt nichts, ist Arschloch. Ich wollte nur damit sagen, was wollte ich denn jetzt sagen?
ich euch Alzheimer habe oder wer zum Bergheimer oder zum Mülleimer. Was wollte ich sagen? Gibt keine Filme von Kostler im Internet? Ja, nichts. Ich weiß es halt nicht mehr. Die haben mich jetzt so durcheinander gebracht hier, ja, mit ihrer T- und K-Reklame, dieser Drecks-Scheiß-Krankenkasse, Asozialverband da. Das halt alles stimmte, was wir hatten. Der Breuer hätte die Wahrheit gesagt, war auch alles richtig. Das hat gerade noch jedem Kopf gehabt. Ich weiß es halt nicht mehr. Von so vielen Bildern und so wenig übrig ist, warte ich mal zurück, der Scheiße hier. Ah Gott. Warte mal jetzt hier. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Die alten PSV Köln Trikots, die allerersten, ja, die waren so gemacht wie hier, mit diesem Peugeot, mit dem Michelin drin, ja. Ja. Danach die Serie kam, die PSV Köln Trikots mit, also das war laut. Danach kamen die PSV-Trikots, die hatten dieses Look-Zeichen, L'Oreal, oh, mit Look d'Aviclair. Und nachher kamen eben diese Trikots, diese, oh ja, nochmal zurück, wer da drauf ist, auf die Bilder. Danach kamen eben, es gab drei Trikots, dieses ganz alte PSV mit diesem Michelin, Peugeot. Danach kam dieses Look-Trikot, Manfred Otto und der Wüst, ah, mit Zahnschlag, den reiße ich ja gleich aus, was er hatte. Danach fing es dann an, durcheinander zu werden, hat man diese mit Köln drauf und diese rosanen Trikots im Mediapark und so in Mallorca gekriegt und, ja. Ich muss gerade gucken, wer auf den Bildern war. Da sind sie alle drauf. Der Rudi Grönhoff! Der Rudi! Und der Lerch auch, ja. Von Aral Tankstelle, da lerre ich, da ist das Haus vom Kostler, 457, ja? Ja. Das darf ich nicht sagen bei Wikipedia, dass das sein Haus war, alles. Unten war der Laden drin. Boah, guck dir mal diese Mannschaft an da, ja? Ah. Ah, ein Zahn. Das ist ein Rausreißhaken, gleich wohl, da hole ich ihn. Ich habe mir gestern schon mal einen Zahn rausgerissen, der liegt hier noch da. Ja? Als Zahnarzt kann ich selber. Der kostet auch gut mit Holz und mit, sieht das wie. Ja, darf man nicht sagen, dass das das Haus war? Und war der Bazar drin? Was sind das für idiotische Menschen? Oder Peugeot, haben sie die Mützen an, alles, ja? Salz in der Suppe. Er meinte Zucker im Kaffee von Erich Silvester. Aber das ist ja Rudi. Hör mal, wie der strahlt noch. Er hat eine ganz tolle Arztpraxis mit Massage. Bei Dr. Jansen in Norwenich. Da früher in dem alten Grönhoff-Laden an der Tankstelle. Nachher ist er neu da in dem. Dieser Vater ist auch leider gestorben. Die haben in Pullheim gewohnt, da am Luxweg da rum. Ganz tolle Leute, alles. Was wollte ich denn? Ich hatte irgendwas im Kopf noch. Jetzt ist der Ton wieder weg. Der Horst Brosi hat diese tollen Bilder gemalt. Ein ganz toller Künstler. Der Horst Brosi mit diesem anderen da, Seakone 1. Also Seeadler, Seedings. Oh, hier. In Istanbul, so ja, Radrennen gefahren, ja. Das ist ja mal.
Das sind die einzigsten drei Filme, die es gibt im ganzen Internet über Dieter Kossler. Bilder, nix, Nachrichten, überhaupt nichts. Alle, Bier ist alle, da ist nichts. Alle Treffer, letzten Tage, kommen eine Brille in die Stelle. Das hat der Mann nicht verdient. Da sich immer von so einem Wikipedia nicht sagen, das wäre alles erlogen. Ich wäre ein Idiot und so, ja. So. Das muss man mal sagen. Ich reiße jetzt gleich raus. Den Abreißhaken. Man sieht hier, ich habe mir schon einen Zahn ausgerissen gestern. Jetzt versuche ich eine Vorlesung zu machen, damit die Studenten schlau werden und mal zuhören, die Schwachsinnigen, ja. Organspende. Kölner Sportlegende, sein Leben war der Radsport. Er wusste manchmal nicht, also ich habe jetzt den Salz im Kaffee, also den Zucker in der Suppe, in dem, das war, wenn wir mal nach den Siegesfeiern, was wir viele hatten, aber wir ja gut waren, haben alles gewonnen. Da wusste er nicht so genau, der Sohn weiß das nämlich auch nicht, warum heißt das Salz in der Suppe? Das haben wir damals nie, wir hatten immer Salz im Kaffee und Zucker in der Suppe und alles so. Ich lese jetzt mal vor die Lesung, ja. Das ist, steht in der Zeitung, in einem ganz kleinen Müllartikel für der Bezirksstandard. Vogelsang. Mein Name war Dieter Kossler, ich war Radsportler und Radsporttrainer. Mein Leben war der Radsport. Das sind die ersten Sätze der Autobiografie des Kölner Radsportlegenden, der Todestag sich am 13. August zum 10. Mal jährt. Sein Sohn Michael Kossler und Mitinhaber der Kölner Medienagentur Filmkontor 600, ich muss gucken, was Filmkontor 600 ist, verarbeitet die Memoiren seines Vaters zum Buch Salz in der Suppe, fast so wie eine Autobiografie des Dieter Kossler, das vor 3 Jahren erschienen ist. Nun plant der 45-Jährige, das Buch zu verfilmen. Jetzt stöbert er altes Material, so für Filme und Sportarchive durch, ließ sich eine Reihe von damaligen Weggefährten seines Vaters zu Wort kommen. Der Trailer als Zusammenfassung und Appetitanregungen zum Film ist bereits fertig. Seit 2001 wusste Kossler, dass seine Krebserkrankung unheilbar war. Angefangen hatte das schon 9 Jahre vorher, 92. Wo hat jetzt mal hin, so, da kann ich ja pissen. Der Strahl geht nicht mehr so geradeaus, kräftig und jung, sondern nur plätschert so hin. Das sind Anzeichen, dass du Krebs hast. Und das hat uns damals sehr, sehr betroffen. Wir haben so gebetet und ihr hofft, Mensch, Herr Kossler und so, ja. Da habe ich einen Kassettenrekorder gekauft und ihn gebeten, seine Anekdoten aufzusprechen, an die er sich erinnert. Er hat immer einen Kassettenrekorder, immer locker gejocht mit den Bierdosen am Finsterhus oder den Batterien und dann alle. Einige Jahre nach dem Tod seines Vaters macht sich der Gastgeber der Online-Show Talk am Nil. Oh, aus dem Linkwitz, da weiß ich ja. Steht zwar hier nicht, aber ich weiß nicht, der Jaffelkölsch auf der Eisenbahn, Ungarn am Nil, Talk am Nil, am Fluss, am Rhein, in Nil. Er sichert alte Fotos und Zeitungsartikel, redigierte den angesprochenen Rainer-Text und recherchierte die fehlenden Details in Dieter Kossers Schilderung. Name meines Vaters ist in der Kölner Radsportszene noch immer ein Begriff, betont Kossler im Gespräch mit dem Kölner Standardzeiger im Reihenhaus der Familie Vogelsang, in das sie Anfang des Zweiten Weltkriegs einzogen. Das hat gesagt, alles, das hat vorgelesen. Das Fädel weiß, das zu schätzen. Hier hat man seine Ruhe und hat das Gefühl, man lebt auf dem Dorf, was gleichzeitig sehr schnell an der großen Stadt, betont der Moderator. Aha. Geschichte des Kölner Radsports. Somit Arthur Tabat, dem Organisator des Kölner Radrenns rund um Köln, Tabat hat sie herausgedrückt. Er hat auf den Uli Maaßen nicht gehört, weil der Maaßen hatte nämlich mehr davon Ahnung. Ganz großer Mann, der Uli übrigens auch. Hielt Dieter Kossler als die Sicht des Kölner Radsports. Leider hat es die zum Profi geschafft, hat er auch gesagt. So Michael Kossler. Bereits mit 16 Jahren fuhr Dieter Kossler sein erstes offizielles Radrennen. Es folgt ein Senkrechtstart.
bereits bei seinem vierten Radrennen wurde er Meister des Landesverbandes, also von NRW, ganz starke Leistung. Insgesamt feiert er in seiner 15-jährigen Karriere als Radfahrer mehr als 150 Siege. Das sind ja nur die er hatte, was der PSV nach hat, waren ja Tausende, jeden Tag, jede Woche, mindestens einmal der Dings. Zu den Höhepunkten gehört die Teilnahme an der Olympiade 68 in Mexiko, der Sieg bei der internationalen Rheinland-Pfalz-Rundfahrt 71, da ich auch gesagt, mit Lance Armstrong zusammen. Wenn es so viel ging, fehlt ihm meistens ein schönes Quäntchen Glück. So wurde er im Einzelteamwettbewerb 7-mal Zweiter bei den deutschen Meisterschaften. Genau wie bei mir, ich war rund um Köln, war ich 3-mal Zweiter und 2-mal Dritter am Eilstein, rund um Köln, rund in Köln. Oft habe ich mich dann gefragt, warum machst du das, warum quälst du dich so, erinnert sich Dieter Koster in seinen Memoiren. Er hat in Vogelsang der halbe Juren trainiert, da, genau was ich gesagt habe, mit dem Dreifach. Ja, mit dem Dreifach-Stufentraining. Profis, Kinder und Frauen. Nach der aktiven Karriere öffnete er 72 in Vogelsang einen Kiosk, Dikos Bazar, habe ich auch gesagt, an Tante Emma Laden und Fedelstreff, erzählt der Sohn, ja. Als Service hat mein Vater für die Kinder hier verkauften Schreckschusspistolen durchgebohrt, damit das Mündungsfeuer besser sehen konnte. War ja auch richtig. Hatte wenn ein Karneval, da muss ja knallen. Peng, peng, peng. Das auch da jetzt Krawallküte und so ein Scheiß. Bis eines Tages eine Frau mit angesenkten Haaren im Wütchen stand. Ja. Und dann lachte er. Ja, gut, das kann's früher kommen. Jetzt ist der Ahlensdorf. Da war ja Spaß halt. Siehst du ja. Gleichzeitig wurde Dieter Koster Trainer beim PSV Köln, weil der PSV nämlich schon ja, hat er streng gemacht. Dort baute er eine große Radsport-Nachwuchsabteilung auf, eine Riesenabteilung. Er hat den Vogelsang die halbe Jugend trainiert, sagte der Sohn. Manchmal sind die Eltern in den Kiosk meines Vaters gekommen und meinten, ihr Sohn müsse sich mal was bewähren, ob sie ihn nicht mal zum Training schicken können. Na ja, gut, das hat sich natürlich bewegt. Gretzi Peitscher wurde kalt geduscht, dass er mal ein bisschen Kasala kriegt, dass er nicht so rumluscht, so wie es schwul oder sowas, ja. Das war Bewegung pur. Mal kalt duschen, mal so Training mit Handschuhen, die sind noch zu soft. Hat der Marcel mir gesagt, Mensch, Jochen, sag ich, ja, Marcel Wüst. Er war so, war er doch, da musstest du mal, da kannst du abnehmen, durchgeübt. Auch der Sprintspezialist, ah, hier steht ja, auch der Sprintspezialist Marcel Wüst, der im Stadtlaufwuchs und mehrere Etappen bei der Tour de France, dem Giro Italia und der Spanien-Rundfahrt Vuelta a España gewinnen konnte, gehört zu Koslas gefördertsten Talenten. Ich weiß, der Kosla hat ihm so auf den Brust geschlagen, mit so einer Faust, das war der Faust-Kosla-Schlag, der ging dann so, pam, ah, ich kann das nicht über die Rippe, pam, ah. Das hätte, nach diesem Faustschlag sehe ich, das ist wie ein Ritterschlag, aus dir wird ein ganz, ganz großer. Das war, ob dann noch standes oder nicht. Der Marcel hat es bestanden, wohl der Marcel wie ein Brötchen, ist doch klein und schmächtig. Er hat gesagt, Marcel, du hast den Ritterschlag bestanden, ist dir wedens in der Jett. So, und das ist natürlich die Wahrheit, ja. Das steht natürlich hier wieder nicht, weil die Reporter das nicht wissen, weil sie ja doof sind. Auch mit seiner Idee, einen Dokumentarfilm zu produzieren, hat Michael Kosler beim Fernsehsender vorgesprochen. Ich erhielt aber verhaltene Reaktionen. Das ist ja klar. Der WDR hat gesagt, nein, Rauschgift und Drogensüchtige und das Arische und Deutsch und so. Das ist ein Nazi-Sender, der WDR und der ARD. Die haben sich hier drauf geschildert. Hier Telekom, ARD, das erste, ja. Die haben mit dem Rauschgift rumexperimentiert. Und dieser Rollstuhlkrüppel, der Schäuble, pumpt sich noch nicht mal den Reifen auf. Ist am Jammern, das Arschloch. Er war das ja, der Schäuble und die Bundesregierung, der Staat und der Reichstag. Die haben das Rauschgift in den Radsport gebracht. Bundestag, Bundestrainer, Bundeswehr, Bundespost, Bundestrainer, alles was mit Bund zu tun hat, Bundesscheiß, ist alles Dreck. Der Schäuble war der Oberdrecksack von allen, das ist heute mein Staatspräsident. Oh, deswegen sind es, haben diese Dopingforscher und eine Mafia-Expertin, hier ist Palosi, kommt zu keinem Ergebnis. Ist bis im Jahr 2099 unter Staatsgeheimnis gestellt, ja. Siehst du, was das für ein Drecksstaat hier ist, diese Diktatur. Das wäre Erdogan tausendmal lieber. Putin, Trump, alle sind demokratisch, sogar der in Nordkorea, ja. Ja, da kannst du nämlich dann Sport machen. In Eritrea, die Jungs da bei Teklo, die geben richtig Gas. Aber Deutschland ist eine Diktatur im Radsport. Die DDR war ein demokratisches Land, was hier angeht. Sport, diszipliniert und alles. Teve Schur, sein Sohn, der Amplos, Bart, Olaf Ludwig, ja.
Das waren Radsportler von Schrot und Korn, hunderte andere, Martin Götze und, ja. Augustin dabei, ja, aber nicht hier so ein Müll. Mit seiner Idee, einen Dokumentarfilm zu produzieren, hat Michael Kostler beim Fernsehen vor, also das habe ich ja schon wieder gesagt, okay. Der Fahrer ist überregional zu wenig bekannt. Also wie kann er ARD sein, der Kostler war nicht bekannt außerhalb Kölns. Die hat auf der ganzen Welt gefahren, Olympiaden, Weltmeisterschaften, wir haben auf der ganzen Welt Radrennen gewonnen. Hast du nicht gehört zu, was der Watterotti sagte? Man in Italien überall, der Paffra in Bergamasca rumgebrüllt, da dass die Wände wackelten, danach hat er die Etappen gewonnen, die Bayern-Rundfahrt gewonnen und, ja. Was ist denn da? Seid ihr krank, nicht überregional wenig bekannt? Nun so Michael Kosser, nur ein Partner für das Projekt. Falls sich jemand findet, könnte es auch die Biografie bald in bewegten Bildern geben, ja. Ja. Jetzt muss ich mich hier reinmischen, was ich gar nicht wollte. Ich wollte nur erklären, warum Wikipedia Dreck ist. Ja. Also das Allereinzigste, was hier so findbar ist. Ein Rasierapparat, ja. Wollen Sie, dass der Nikolaus nicht mehr auftritt? Da siehst du, was das für ein Lügenfernsehen ist, die ARD und der Kölner Stadtanzeiger. Die machen hier Reklame für Rasierklingen und wollen mich als Nikolaus nicht mehr auftreten lassen. Ist das nicht? Das ist ja schon rufschädigend, ja? Komm, für die Kinder, frohe Weihnachten aus der Domstadt Köln in die Hauptstadt Berlin, RTL 2, immer live dabei. Bravo! Eier! Da machen Sie hier Reklame? Nicht mehr, wie heißt das da, Rasierapparate? Guck mal hier, der Nikolaus da. Refugis Welcome, ja? Mit dem Mädchen, das heißt Sandra Boden, ist von Falk Boden, einem Weltradfahrer, ist das Familie, ja? Ja. Da. RTL 2, bleiben Sie zu Hause, ja? Unterschrieben mit PSV Köln, Bundesliga. Was ist das, ein armes Trümmerrepublik, ja? Was ist das, ein armes Schrottland, hier? Sport FM Radio, der Nikolaus. Oh. Sport FM, Tiffe ist Vorbild. Ja, da, der Weiber. Ah. Übernahme, da. Da ist das Trikot, PSV Köln, da steht es, da. Da bin ich nochmal so und einmal so. Und mit Tiffe Schuhe, ja. Tiffe wurde von der Telekom im Chat entlarvt und erfasst, ja. Ja. Überleg dir das mal. Da machen die Reklamen für Rasierklingen. Das ist Rassismus, ja? Ja, RTL, der Jochen. Ja, als Hochzeitsjast, als Sat1, als. Ja, der Dom, da. Ihr armes Deutschland. Wo ist denn das jetzt, was ich suche? Hier ist Angela. Sie ist wirklich immer eine treue Hälfte gewesen, das muss man auch mal sagen. Ah, hier, holle Maskenpflicht, da ist schon der Penz Spaß gemacht. Das ist mehr wie Maske wert. Was ist das? Da ist noch mal Angela, so. Super. Guck mal, das ist ohne Bart. Und so ist Realkauf mit Bart, ja. Ich muss pissen, ich muss fressen. Ich wollte nur sagen, da machen sie Reklame für, ja. Also für ohne Bart. Furchtbar.
Das ist Rassismus, ja. Da machen sie, wo ist das, diese Scheiße mit dem Internet hier, da? Da machen sie mir jetzt Rasierklingenwerbung. Furchtbar. Im Fall der Michael Kors hat auch so eine Bart, ne? Ja. Ach, nee. Ein Tiefisch braucht der FM Schnellfilm mit dem Titel einfach, warum Wikipedia scheiße ist und wird abgeschafft und Lügenpresse und was die da alles mehr. Ja. Sieh mal einfach mal den Namen PSV Köln Radsport ein, ja? Hatten sie nichts. Überhaupt nichts vom PSV Köln. Gut, ist ein Bild vom Kostler Klein. Ein Film von mir, von der Tausche. Sepp Holzmann aus Bayern. Ein Rudi Altig. Ja. Wilfried Trott aus Löwenich. Ist gerade vom Wald. Ach, der Kuhn. Toller Lehrer übrigens. Toller Mensch, der Kuhn, ja. Ah, der war im Straßenvierer mit dem Kostler. Deutscher Meister. Dann gibst du Kostler ein. Kriegst du Erik Zabel. Oh, und Hennes Roth kriegst du. Von dem Kürbisroth, der Sohn, der in Pullheim wohnt, der da mit der Krippe und er macht Bilder, ja. Ein dummer Arschloch Patrick Moster. Ja. Hast du einen Podolski. Ja. Das ist alles, was du eingibst, wenn du PSV Köln Radsport eingibst. Nichts. Und gegen dieses Vergessen und Verdrängen, ja, erst Boxen noch. Das ist Fußball wieder, ja. Sparkasse, VGH, Kappen. Was weiß ich, einem im Schädel, der eine reingekriegt hat, ja. Das ist der Marsch hier, der die Mühe mir jetzt, ja. Ja, jetzt bin ich jetzt vor Köln ein. Das ist so ARD, diesen Rauschgiftsender da. Ja. Ja, ein Zabel noch als Verbrecher. Auch eine Rot, auch dabei, ja. Das ist der Beweis. Nochmal, PSV Köln Radsport gibst du ein, ja? Den ganzen Müll hatte man, ja? Das machst du hier, geht weiter, weil hier macht den Götze auch. Fußballweltmeister. Kommt alles in Fußball, Fußball, Fußball. Frauenfußball. VfL Bochum, Energie Cottbus. Judo. Hier Union Berlin, der Trainer. Wohlgemerkt PSV Köln Radsport. Und hier hast du dann noch einen mit Team Telekom, Telekom-Trikot, ja. Ich weiß jetzt, was es ist. Und jeder, der es auch sieht, weiß es auch. Ich drücke trotzdem mal drauf. Siehst du Sebastian Schweinsteiger, den Thomas Müller und Jupp Heynckes. Das gibst du, das kriegst du als Resultat, wenn du eingibst PSV Köln Radsport. Das ist das, was es nicht sein kann. Man sagt mit Wikipedia, ich bin Selbstdarsteller. So ein schwachsinniger Typ, da, dieses Arschloch, da Andy King. Von Wikipedia, einer der Chefs. Zum Glück ist er rausgeflohen, der dreckige Drecksack. Hoffentlich ist dieser Lala-Film vorbei, dass Wikipedia Arschlöcher sind, ja. Also sie haben ja Hausverbot. Jetzt geht's mal darum. Blablabla, ich weiß gar nicht mehr. Also ich war deutscher Meister. Wie war denn das? 89. Hab dann Flotto gewonnen. Dann hat die Schule das eröffnet. Also musste, weil war schon klar mit Kostlern dazwischen, ja. Also ich kriege im Sportunterricht in Köln eine ungenügend Note bei diesem Wichser-Lehrer. Bin deutscher Meister. In Flotow, Bergmeisterschaft. Also ist das ein asoziales Land, ja. Du bist deutscher Meister und im Sportunterricht herausgeflogen. Weil du als kleiner 1,20 Meter Nuckel nicht diesen Ball da werfen kannst, bei Volleyball und so. Das ist alles,
Da habe ich gesagt, das Land ist Dreck schon, die SPD, die ist alles bestimmt, der Heugel. Und dann wo immer wieder PSV Köln mischte mit drin und Ratsch. Egal, welches Dorf kam, war. Mein Freund und Lehrling Martin Klempnoff damals, da ist heute Dennis aus Hürth und so, macht diese Komiker-Sendung, der macht das super, das muss man mal sagen. Die sind ja befreundet seit Jahrzehnten. Er ist mit der Martina Hill da verheiratet und muss mir nur das Tretlager bezahlen, meine Rechnung nach 30 Jahren. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Ja, jetzt schreiben sie da, der Hauptsache war ja, warum ich das mache, Wikipedia sagte, ich rede Müll. Ich sage, Wikipedia redet Müll, das ist einfach ein Penner-Lala-Zeug da, ja, die in der Lala-Bursche hören, da für die Geistes, die störten so. Dann war Chorweiler jetzt da und der macht die in der Schule. Jetzt kommt hier der Böll, der hat übrigens auch noch Schulden bei mir. Heinrich Böll zahlt seine Schulden nicht bei mir. Der muss ein ganz widerliches Arschloch sein, ja. Der Typ, muss man auch mal sagen, irgendwie ein Verbrecher oder sowas, ja. Ich hatte ja mal erklärt, da ich kann nicht umsonst Reklame machen. Böll, Bier und Böllstoff und so, ja. Nein, Sie müssen ihn laden, das ist die Ehre. Der Heinrich Böll, der ist so bekannt. Das muss man für die Ehre mal umsonst machen. Mir Bier trinken gegangen, sage ich, Sie müssen das mal umsonst machen. Der Rudi weiß Bescheid, für die Ehre. Ja, so, das geht aber nicht, umsonst, Zechprellerei. Das muss diesem Wichser sein, diesem Bölke da, ja. Obwohl ich mal einen kannte, der hieß Bölke, Wilfried. Der kam aus der Ostzone, aus Leipzig. Die Geschichte kennt jeder. Der hat in Unna gearbeitet, im Asylantenheim, in so einem Altersheim da, als Hausmeister. Bei uns fuhren so Hobbyradfahrer hoch. Man kriegte ihn gar nicht abgehängt, dann kamen so Profis. Der Bölke fuhr dann rechts ab, diesen Pfeil, Altersheim, ja. Weil er ein ganz toller Mensch war. Das hat mit diesem Affen nichts zu tun, Böll da, ja. Dieses Arschloch. Jetzt ist Freitag, den 13. die Schule. Was ich nur sagen wollte ist, da haben wir das gesetzlich gemacht, der Kossler, dass sie Radrennen machen müssen, weil das sonst wieder eine Diktatur ist von einer Nazi-Partei. Nennt sich SPD. Du bist deutscher Meister und kriegst im Sport ungenügend, ja? Ja. Was wir nicht wussten, da stand die Mauer noch. Die Stasi hing da mit drin auf der Schule, ja? Da bin ich aber bis heute gar nicht, ich bin nicht böse auf die Stasi, die haben mich einen guten Job gemacht, ohne dass einer gemerkt hat, ja? Die haben sich voll reingehängt für ihre Bürger, für ihr Volk, ja? Ja. Die Stasi hat das bestimmt. Sondern da waren Leute da, Lehrer, die waren vom marxistischen Bund von, nicht Herkules, wie hieß der, Spartakus, ja? Die haben das alles so, auf einmal war Radrennen, Schulfach, ja. So, und er macht den, Klempner war dabei, und Heinrich Sester, und der Björn Finke, und der Erjan Demirilös, und der Pole da, der Ersin und so, ja. Christoph und so, aber ich war ja der Große, dann, die waren Lehrlinge bei mir alles. Ich habe das gemacht. So, wo ich darauf hinaus wollte, ist, oder war, wie ich schon beim PSV Köln war, in der Bundesliga. Ich war vorher bei Scholle Solingen. Ah, mein Zahn wieder. Reise ich gleich aus. Ein tollen Land Finger. Und ein super Wilfried Schott. Dann bin ich aus bei der Bundesliga gekommen in Bielefeld. Sagt der Floto oben, Teutoburger Wald. Die schweren Rennen da alles. Wir wollen Gütersloh und Herford. Frank Nowak, immer ist Deutscher. Noch das deutsche Meister im Rücken frei gehalten und so. Weil eine andere Geschichte. So. Jetzt gucken wir mal, diese Penner-Schule, was sie so schreiben über Sport. Die HBG, das hört sich ja wie AEG und sauf dich tot, das soll heißen, weiß ich nicht. Die HBG bietet einen Leistungskursus im Fach Sport an, für das Fach Radrennen. Des Weiteren wird die Schule bei einem Ruder- und ein Radsportverein. 8. So mehr wie 8 Mitglieder. Energieschulmatter nahm die HBG 4 Schulen teil. Ein Wettkampf an die Schule teilnehmen ist Triathlon Lego. Furchtbar. Über das schulische Angebot will unsere Schule helfen, sportliche Talente zu entdecken. Ich war ja da, um zu fördern. Stimmt ja gar nicht. Ich habe gesagt, nein, die SPD ist ja dagegen, der Heugel und so. Die wollen Massen für alle.
Rennräder für Drogen, Resozialisierungsmaßnahmen. Wenn man im Knast war, kann er auf die Schule gehen, dass er nicht nur halbe Einbrüche macht, Halbtagseinbrecher und so. Ja. Leistungssport spielt nicht in die Rolle. Ja. Also eine ganz rassistische, asoziale Schule mit Rechtsradikalen und sowas. Ja. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Offizielle Seite der Darstellung durch die Stadt Köln. Müsste also irgendwas kommen. Schule, Rennräder und so, wenn das schon so ist. Sagansun. Tipps für den Urlaub in Corona-Zeiten, da. Tipps für den Urkundenservice. Ich hatte Pokale, keine Urkunden. Ja. Mustermann GEB. Urkunden machen sie, ja. So ein Gammelzeug. Gehen wir mal zurück. Oh. Offizielle Webseite der Scheißschule. HGB. Herzlich willkommen. Januar irgendwas, ja. Wenn man sie Müll, Rassismus ohne Kurse. Ich habe ich den Bürgermeisterkandidat. Ich mache da mal eine Rede und tu mal da ein bisschen. Nein. Das hat die nichts zu suchen, sie sind der falschen Partei und so, ja. Sag ich, hör mal, Arschwichser, ja. Ich habe euch für euch hier den Sport gebracht, du asoziales Schwein, ja. Da kommen sie da mit Polizei und so, ja. Oh, die gehen ins KZ. Schule im Talentscouting, ja. Ah, Jugend im Furchtbar. Da steht aber nichts hier von Radrennen. Da siehst du es. Überhaupt nichts. Wir wünschen alle frohe Weihnachtsferien, steht da, das lese ich. Mitte Januar. Heinrich Böll, hier machen sie mit da. Gott. Mit den Näherkindern und alles dahin, ja. Bölkstoff, da steht es, Bölkstoff, da. Das ist Rassismus. Ich habe mich da mal beworben, da ging es um so ein Gastautojahr in den USA. Da kam dann der Schulfritze da, Martini, sondern ja, wir müssen das so machen. Das hat die querschnittliche Gesellschaft. In Köln passen Deutsche nicht mehr hin und Weiße sowieso nicht. Also entsenden wir einen Neger als Mann und eine türkische Ausländerin als Frau. In Deutschland habt ihr nichts mehr zu suchen, ja. Nur mal so, ich habe da nichts mit Rassismus. Aber wie man das, wenn man das mit Gewalt reinballert, einem die Birne, kommt sowas bei raus, nämlich Dreck. Ja? Und von Radrennen hier, Radprofi Martin Klempner vom PSV Köln, steht hier gar nichts. Das habe ich doch vergessen hinzugehen, ja. Oh, Spenden hier, die Hochhäuser, das sind Assis da alles, ja. Meine Vollassis. Und so macht er dieser Ecofresh, diese Serie Vollassis aus Chorweiler, Ghetto Blaster, ja. Und Ghetto irgendwas mit Ghetto Boys und so, ja. Hier ist überhaupt nichts mit Radrennen. Das kannst du hier gucken. Akut, nix. Anmeldung, SI, Schule, Schulenbahn, Unterricht. Schulleben, schreiben wir uns mit 3L, die schreiben sie mit 2L. Schulleben. Siehst du, das ist ja nur Blödsinn, da. Du schreibst Schulleben mit 3L. Das Schul und das Leben. Oh Gott. Die schreiben sie mit einem Schulgemeinschaft. Dann muss sie wieder spenden, Förderungsvereine. Das ist Geldwäsche, legaler Betrug von Asozialen. Egal. Komm, ich wollte nur sagen, dass das alles nicht stimmt. Was sie hier macht, den Klemmen auf dem Rad rennen. Oh, und Wikipedia sieht das einmal. Ich hätte es nicht mal, ich wäre blöd. Soll man das auch mal hier sehen, wie das hier ist? Der E-Mail-Login für Lehrer. Da muss man Anonymous sagen, ja. Na komm. Probiere ich mal. Vielleicht kann ich das hacken und die Seite auch vernichten. Al Link Co.
Mache Deutsch, E-Mail ist ja klar, was das ist, und Passwort auch. Ja. Also ganz einfach. Neue Medien München. Komm, tiefes Sport, ich kann den ganzen Stress nicht mehr ab. Hier steht es nochmal.